zu unserer Veranstaltung heute. Wir haben ungefähr 2 Stunden Zeit angesetzt. Wir haben 3 Leitfragen, die haben Sie auch in der Einladung gesehen. Wie können Erzeugerorganisationen, Regionalmarken, qualitätsorientierte Produktmarken ihre Leistungen für die Biodiversität und für die Insektenvielfalt besser in Wert setzen? Gibt es schon gute Beispiele? Welche guten Beispiele gibt es? Und sind die, wenn ja, in welcher Art und Weise auch übertragbar auf andere Regionen, auf andere Marken, auf andere Produkte? Und natürlich auch zentral, welche Anforderungen sollten beachtet werden, um die eigenen Leistungen besser in Wert setzen zu können? Wir haben dazu 3 Praxisbeispiele ausgewählt, die wir jetzt in der nächsten guten Stunde Ihnen präsentieren werden, die sich Ihnen präsentieren werden. Und ich freue mich sehr, dass wir eine bunte Mischung aus Praxisbeispielen zusammenstellen konnten. Wir haben einmal den Hubert Schürmann von der Schweizerischen Vogelwarte. Er wird uns das bereits seit vielen Jahren etablierte Biodiversitätspunktesystem von IPCIS präsentieren. Dann ist Nicola Barthelme dabei von der relativ jungen Verbrauchermarke Du bist hier der Chef. Er ist dort Vorsitzender im Verein, hat sozusagen diese Verbrauchermarke in Deutschland gegründet und mit aufgebaut und wird berichten, wie das funktioniert, nämlich dass hier Kundinnen und Kunden die Produkte selber gestalten und auch die Preisgestaltung machen. Und das dritte Praxisbeispiel kommt hier aus Baden-Württemberg. Adelheid Schnitzler aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb, sie ist angestellt beim Regierungspräsidium Tübingen, wird uns die Marke Alpgemacht vorstellen mit dem Titel Einzigartig für die Artenvielfalt. Also auch hier sieht man schon, dass Biodiversität etwas mit der Art und Weise, wie die Produkte hergestellt werden, zu tun hat. Und Adelheid Schnitzler wird uns dann ihre Erfahrungen und ihre Kriterien und ihren Ansatz, den sie im Biosphärengebiet mit dieser Marke verfolgen, vorstellen. Wir können jeweils nach den Praxisbeispielen kurz ein paar Fragen dann auch stellen und hoffentlich auch beantworten. Und dann würde ich noch einen kleinen Beitrag machen zum Thema Inwertsetzung. Was versteht man eigentlich darunter? Wie ist insgesamt der Trend in der Regionalvermarktung? Wo steht Nachhaltigkeit? Und dann habe ich noch mal ein paar Schritte und auch aus meiner Sicht Erfolgsfaktoren formuliert, auf die es ankommt, wenn man seine, in dem Fall Biodiversitätsleistung oder Nachhaltigkeitsleistung allgemein besser in Wert setzen möchte. Das ist also unser Programm heute. Und als guter Gastgeber stellt man sich auch vor, meinen Namen kennen Sie schon. Ich möchte aber auch gerne unsere Organisation oder die Organisation, für die ich tätig bin, vorstellen. Das ist die Bodensee-Stiftung. Wir sind eine Naturschutzorganisation mit Sitz in Schönradolfzell am noch schöneren Bodensee, also ganz im Süden von Deutschland. Uns gibt es seit 1994. Unser Auftrag ist es, Nachhaltigkeitsprojekte zu machen, mehr Nachhaltigkeit in die Region zu bringen, aber eben nicht nur in die internationale Bodenseeregion, so haben wir angefangen, sondern wir sind inzwischen in Projekten tätig, die landesweit, bundesweit oder auch EU-weit laufen und arbeiten auch hier immer wieder mit Landes-, Bundes- oder EU-weiten Partnern zusammen. Sie sehen hier unsere aktuellen 4 Handlungsfelder. Das eine ist Energiewende, dann haben wir Natur- und Gewässerschutz und dann Unternehmen und biologische Vielfalt und ein Schwerpunkt. Im Grunde seit der Gründung 1994 der Bodensee-Stiftung ist eben auch Landwirtschaft und Lebensmittelbranche. Hier versuchen wir die Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Luftreinhaltung, aber vor allem auch Biodiversität voranzubringen und arbeiten eben nicht nur mit der Landwirtschaft zusammen, sondern auch mit Akteuren der Lebensmittelbranche. Wenn Sie mehr über die Bodensee-Stiftung erfahren möchten, unsere Homepage ist aktuell, da sehen Sie, was wir alles machen, da sehen Sie auch nochmal die einzelnen Projekte, die zu diesen Handlungsfeldern gehören und was wir sonst so tun. Auch der aktuelle Jahresbericht ist dort als Download verfügbar. Und der Rahmen, in dem das heute stattfindet, wie kommen wir darauf, so eine Veranstaltung anzubieten und das Programm zusammenzustellen? Das ist unser aktuelles EU-Live-Projekt Insektenfördernde Regionen. Ich habe es jetzt hier, das ist ein großes Projekt mit 5 Partnern über mehr als 4 Jahre in unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Ich habe es trotzdem jetzt auf eine Folie zusammengepackt, weil darum soll es heute nicht im Schwerpunkt gehen. Aber ich möchte, dass Sie unseren Rahmen kennen. In diesem Live-Projekt Insektenfördernde Regionen haben wir Zielsetzungen. Wir wollen, dass Insektenförderung nicht nur im Einzelbetrieb vorankommt, sondern auch auf Landschaftsmaßstab betrachtet wird, weil wir glauben, dass hier einfach noch Verbesserungs- und Optimierungspotenziale vorhanden sind.
Wir wollen in unserem Projekt erreichen, dass die Flächenwirkung verbessert wird. Also nicht nur randliche Maßnahmen umgesetzt werden für die Insektenförderung und die Biodiversitätsförderung, sondern eben auch sogenannte In-Crop-Maßnahmen. Wichtig ist in unserem Projekt, wir konzentrieren uns auf Landwirtschaft und Lebensmittelbranche. Wir wissen und verstehen aber auch, dass wenn wir gerade auf Landschaftsmaßstab denken und arbeiten wollen, dass es hier noch weitere Landnutzungsakteure gibt. Und auch die wollen wir in unserem Projekt sozusagen aktivieren, motivieren, informieren, zu mehr Insektenförderung bringen. Das heißt, wir wollen in diesen insektenfördernden Regionen auch regionale Allianzen für die Insektenförderung schaffen, hier eine stärkere Zusammenarbeit und eine Aktivierung und auch aufzeigen, welche Möglichkeiten die einzelnen Partner und Akteure haben, sei es Kommunen, sei es im Forst oder seien es abbauende Unternehmen und so weiter. Und ein dritter wesentlicher Punkt, eine Zielsetzung in unserem Live-Projekt ist eben, dass wir den Insektenschutz marktorientiert in Wert setzen wollen. Und dann sind wir eben bei unserem heutigen Seminar. Wir wollen zeigen, Beispiele zeigen und auch Mut machen und Impulse geben, damit Biodiversitätsleistungen, Leistungen für den Insektenschutz eben in Wert gesetzt werden. Und was das bedeuten kann, werden wir heute hoffentlich sehen, verstehen und auch Sie motivieren können, interessieren können, da aktiv zu werden. Und rechts sehen Sie noch unsere aktuellen insektenfördernden Regionen, wie sie im Live-Antrag auch geplant sind und jetzt auch umgesetzt werden. Die Partner im Projekt sind neben der Bodensee-Stiftung zwei weitere NGOs, der Global Nature Fund und das Netzwerk Blühende Landschaft. Und dann haben wir eben auch Partner aus dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelbranche dabei. Einmal die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall und dann Partner aus der Industrie Nestlé Deutschland. Und Sie sehen, habe ich vorher nicht gesagt, wir sind eine arme Stiftung, also wir müssen unsere Projekte immer finanzieren. In dem Fall ist es eben durch das EU-Programm LIFE. Wir haben aber auch weitere Geldgeber, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das Ministerium ländlicher Raum Baden-Württemberg, die Landwirtschaft, die Rentenbank, die Elobau-Stiftung und so weiter. Sie sehen das, ich will das jetzt nicht alles runterbieten. Das ist also der Rahmen der heutigen Veranstaltung. Und jetzt kann ich eigentlich meine Bildschirmfreigabe beenden. Und ich freue mich jetzt sehr, dass der Hubert Schürmann von der Schweizerischen Vogelwarte uns das Biodiversitätsprojekt von der IP Swiss vorstellen wird. Eine Aktivität, ein Projekt, was ich hier vom Bodensee aus schon seit, ich glaube, 15 Jahren betrachte, beobachte und eigentlich ein Fan davon bin, wie sich dort die IP Swiss auf den Weg gemacht hat, ihre Mitgliedsbetriebe für mehr Biodiversität zu begeistern und möglicherweise auch zu honorieren. Hubert, ich gebe dir sozusagen die Bildschirmfreigabe. Du kannst mit deiner Präsentation starten. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Sehen Sie den Bildschirm? Hat das soweit geklappt? Also ich sehe ihn gut und ich hoffe, das ist bei allen anderen auch so. Prima. Wunderbar. Sehr gerne erzähle ich Ihnen etwas über das Projekt der IP Swiss Bauern. Und Moment. Zuerst noch ein Grüezi aus der Schweiz. Sie haben sicher gesehen, ich komme aus der Schweiz. Die IP Swiss Bauern, die sind alle in der Schweiz zu Hause. Auch der Schweiz Tourismus kennt die Nachhaltigkeit. Vielleicht haben Sie ja mal im Sommer einen Ausflug oder ein paar Tage Zeit. Wir können nur unsere wunderbare Bergwelt empfehlen. Die Schweizerische Vogelwarte, für die darf ich arbeiten. Und wir sind ein wissenschaftliches Institut, uns gibt es fast seit 100 Jahren. Wir sind 100% von der Bevölkerung getragen. Wir haben auch ein Besuchszentrum am Sempacher See, das sich sehr lohnt für einen Besuch. Unsere Kernkompetenzen ist das Schützen, das Forschen und das Informieren. Und wenn wir uns Gedanken machen über den Schutz, geht es nicht nur um den Schutz der Vögel, sondern natürlich auch um die Lebensräume. Und da sehr viele Vögel im Kulturland leben, interessiert uns der Bereich Landwirtschaft sehr. In der Schweiz gibt es die sogenannten Umweltziele. Diese umfassen 1460 Ziel- und Leitarten.
Und anhand dieser Artenliste kann man den Zustand der Biodiversität beurteilen. Und es gibt hier Auswertungen und leider sind trotz Bemühungen die Ziele noch lange nicht erreicht. Also in der Talzone haben wir 65% erst erreicht der gewünschten Soll- und Zielarten. Ebenfalls ein Problem wie in Deutschland haben wir mit den Insekten. Das sind die Arten und die Dichten. Es ist ein bisschen unterschiedlich nach Art der Insekten, aber wir sehen unten eine Grafik. Also wir haben über 50% der Insekten sind gefährdet oder potenziell gefährdet. Auch hier haben wir weiterhin ganz große Herausforderungen zu meistern. Die IPSwiss ist eine Erzeugervereinigung, wie wir gehört haben. Das sind rund 10.000 Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz, die hier mitmachen. Das ist rund 25% der Landwirtschaftsbetriebe. Also eine große Fläche auch, die wir oder die IPSwiss-Bauern in der Schweiz bewirtschaften. Es geht darum, qualitativ hochstehende Schweizer Produkte herzustellen, die einen Mehrwert bieten. Dann die Migros, die kennen Sie vielleicht. Das ist ein Detailhändler in der Schweiz, der zweitgrößte. Der macht einen Gesamtumsatz von knapp 30 Milliarden. Das ist der zweitgrößte Anbieter. Und die haben 2008 festgestellt, dass nachhaltig immer wichtiger wird und dass das ein Kundenbedürfnis ist. Und man hat dann angefangen, ein Label zu positionieren zusammen mit IPSwiss. Sie sehen unten einen Teil der Produktepalette. Zum Start wurde das noch teilweise mit dem Label Terra Swiss verkauft. Diesen Begriff finden Sie heute nicht mehr. Ein solches Ziel zu erreichen, nachhaltige Produkte im Lebensmittelhandel anbieten zu können, das funktioniert nur durch Kooperation. Einerseits braucht es die Produzenten, das sind eben diese IPSwiss-Produzenten, die wollen einen Mehrwert erbringen. Andererseits ist es der Detailhandel, der auch bereit ist, mehr Prämien dafür zu zahlen. Ich komme später noch drauf. Und unser Part ist eigentlich, dieses Biodiversitätssystem zu begleiten und für die Glaubwürdigkeit des Systems zu sorgen. Es geht aber weiter, die Geschichte läuft weiter. Seit 2016 gibt es auch im Denner, das ist ein weiterer Detailhändler, gibt es IPSwiss-Produkte zu kaufen. Das ist der drittgrößte Detailhändler in der Schweiz und seit 2020 auch bei Coop, beim größten Detailhändler in der Schweiz. Also es gibt an sehr vielen Verkaufsstellen die Möglichkeit, die Marke IPSwiss zu unterstützen. Wo IPSwiss im Moment nicht drin ist, das sehen Sie hier unten im kleinen Text, ist bei den Hard-Discountern wie Aldi und Lidl. Bisher hat man dort den Markteinstieg bewusst nicht gemacht. Es geht aktuell wie immer noch weiter, die Geschichte oder die Erfolgsgeschichte. Die Migros hat sich verpflichtet, dass ab diesem Jahr alle Eier, die in den Migros verkauft werden, mindestens IPSwiss-Standard haben. Also Bio-Eier gibt es schon auch noch und höher. Aber es gibt einfach keine konventionellen Eier mehr zu kaufen in der Migros. Und Coop möchte ab 2023 bei den Äpfeln dasselbe erreichen. Das sind aber auch große Herausforderungen. Ich komme nachher noch auf diesen Punkt zurück. Jetzt, wie funktioniert das mit dieser Biodiversität? Wir haben ein Punktesystem entwickelt und da gibt es einen Maßnahmenkatalog. Diese Leistungen werden mit Punkten bewertet, diese Maßnahmen, und es gibt eine klare Leistung, die erzielt werden muss. Das sind mindestens 15 Punkte.
Die Landwirte erhalten für ihre Leistung einen Bonus. Also das Ziel ist, dass das Rohprodukt ca. 12% teurer ist im Laden und der größte Anteil bei den Landwirten bleibt. Wir werden immer wieder gefragt, wie viel das dann ist pro Produkt und so weiter. Es ist unterschiedlich. Also ich kann Ihnen das sagen. Bei der Milch sind das etwa 5 Rappen. Bei den Schweinen sind das 35 Rappen. Also das sind Ihre Eurocents, die Rappen, pro Kilogramm Schlachtgewicht. Und beim Weizen sind das 5 Franken pro 100 Kilo. Also es ist nicht eine Wahnsinnsprämie und doch schränkt es auch für die Landwirte ein und ist ein Anreiz für dieses Produktionssystem. Grundsätzlich möchten wir Artenförderung machen durch Verbesserung des Lebensraums. Es geht um Quantität, Größe, Strukturvielfalt, Qualität und natürlich die Lage. Unser Maßnahmenkatalog setzt sich zusammen. Sie sehen hier Beispiele, zum Beispiel Säume auf Ackerland. Wir haben auch In-Crop-Maßnahmen wie Weizsaat oder Herbizidverzicht oder alte Sorten werden gefördert. Es geht natürlich auch darum, neue Biodiversitätsförderflächen zu etablieren. Aber es können auch spezifische Maßnahmen zum Beispiel zu Punkten kommen. Also wenn jetzt jemand irgendein spezielles Artenschutzprojekt auf seinem Hof hat, gibt es die Möglichkeit, auch dafür einen Punkt zu bekommen. Das schauen wir dann individuell an. Das sind dann aber eher seltene Fälle. Es ist auch wichtig, so ein Punktesystem zu validieren, um zu wissen, ob das jetzt etwas bringt. Und darum haben wir auf über 130 Betrieben haben wir Aufnahmen, Monitorings gemacht und analysiert, wie denn jetzt der Zustand ist. Und diese Grafiken, die sind etwas, die muss man etwas genauer anschauen. Also auf der linken Seite sieht man die Artenzahl, wie diese steigt. Und unten haben wir die Anzahl Punkte. Und wir sehen jetzt, dass wenn man mehr Punkte hat, kommt man auf mehr Artenvielfalt und dasselbe bei der Dichte der Insekten. Das war eine umfangreiche Auswertung aus dem Jahre 2014 und wir können also sagen, dass ein Anstieg von 10 auf 20 Punkten führt im Schnitt zu 9 von diesen Umweltzielleitarten bei den Pflanzen mehr. Und es gibt natürlich auch Auswirkungen auf die Tierwelt. Die IP-Swiss-Betriebe haben im Punktesystem auch die Möglichkeit, mehr Punkte zu generieren. Wenn sie mehr Punkte generieren, gibt es einen kleinen Bonus. Und es ist so, dass der Mittelwert im Moment 24 Punkte macht. Also wesentlich mehr als die verlangten 15 Punkte. Das ist sicherlich ein wunderbares Resultat und zeigt auch, dass die Landwirte wirklich gewillt sind, auch Leistungen zu machen. Es gibt viele Erwartungen der einzelnen Player an so ein Projekt. Wir haben ein Handbuch erstellt, das sehen Sie hier in der Mitte, damit die Landwirte verschiedene Informationen holen können. Sie möchten ja auch wissen, wie sie das machen können. Dann sind auch Beratungen wichtig für die Landwirte. Und mit Videos haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, damit man auch zeigen kann, wie Maßnahmen funktionieren. Und für die Migros ist natürlich das glaubwürdige System wichtig, also unsere Forschung, dass wir mit unserem Namen auch hinter diesem Projekt stehen. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass wirklich ein Mehrwert entsteht und dass wir vorwärts kommen. Die Kommunikation innerhalb der Landwirtschaft ist sehr wichtig. Sie sehen auf der linken Seite eine Mitgliederzeitschrift für die Bauern.
Dort gibt es immer wieder Berichte auch über die Biodiversität. Wir sehen oben ein IP-Swiss Wikipedia. Das hat einen lustigen Namen, das heißt Ipsipedia. Das kann man fast nicht aussprechen, aber dort hat es Video drin. Da können die Landwirte zum Beispiel schauen, ja, wie mache ich das jetzt mit einer Weizsaat und die soll dann noch pflanzenschutzmittelfrei sein? Also wie setze ich einen Striegel ein? Es hat da drauf auch zum Beispiel Adressen, wo ich jetzt eine Maschine mieten kann in meiner Nähe. Dann das Bild mit dem Geld ist auch immer wichtig. Es ist ein zentraler Punkt, auch aufzuzeigen, was das monetär für Auswirkungen hat, wenn man in diesem Programm mitmacht. Lohnt sich das für mich? Und wichtig ist auch immer, so Themen wieder aufzugreifen, dass auch die Wichtigkeit dieser Elemente richtig beurteilt wird von den Landwirten und dass auch Landwirte hinstehen und erklären, warum sie denn jetzt eine Brache machen und so weiter. Die Konsumenten verstehen den Mehrwert Biodiversität kaum oder nicht. Es ist alles viel zu kompliziert. Darum ist es ganz wichtig, dass wir Aufmerksamkeit wecken. Es gibt Sensibilisierungskampagnen, das ist so ein älteres Magazin, aber aus von Migros, wo erklärt wird, wie das denn jetzt genau geht mit dieser Artenvielfalt. Man muss aufklären. Wir sehen hier eine Grafik, auch mit dieser Bekanntheit, wie die sich stärkt. Also wir sehen, dass wir seit 2017 hat sich der Bekanntheitsgrad massiv vergrößert von IPSWiss. Das hat einerseits mit aufwendigen Marketingmaßnahmen zu tun, andererseits hat das auch damit zu tun, dass man den Markteintritt in weitere Detailhändler geschafft hat. Und dass teilweise so Submarkenstrategien jetzt aufgehoben wurden, der Detailhändler, und alles unter dem Käferlogo vermarktet wird. Also das ist ein sehr toller Erfolg. Also die BioSwiss ist noch bekannter, aber alle anderen, so zum Beispiel Swiss Garantie, ist auch eine recht wichtige Marke eigentlich für die Schweizer Landwirtschaft. Die ist relativ unbekannt. Das IP steht für integriert produzierende Bauern. Da kam gleich noch eine Frage rein. Es gibt aber Herausforderungen. Es geht weiter. Einerseits gibt es neue Märkte. Ich habe am Anfang von den Eiern und den Äpfeln gesprochen. Das heißt, es gibt auch neue Landwirte. Es gibt mehr Produzenten und diese müssen diese Anforderungen auch wieder erfüllen und sie brauchen auch diese intrinsische Motivation, um diese Mehrleistung zu machen. Das ist eine Herausforderung. Es gibt auch wieder neue Produkte, zum Beispiel Hafer und neue Händler sind im Moment jetzt aktuell, soweit ich weiß, keine mehr geplant. Es gibt aber auch neue Erkenntnisse zur Umwelt. Es gibt das Thema Nachhaltigkeit. Und auch im Thema Nachhaltigkeit ist die IPSWiss dran. Also es gibt auch Punktesysteme für Klima und Soziales. Jetzt müssen wir von unserer Seite her dann auch schauen, oder, dass die Landwirte erstens mal mit dieser ganzen Flut von Anforderungen noch zurechtkommen, sei es technisch und auch von der Motivation her und auch, dass das Thema Biodiversität trotzdem weiterhin den richtigen und hohen Ansprüchen aller Partner genügen kann. Dann haben wir in der Schweiz veränderte gesetzliche Bestimmungen. Also es wird ab 2023 bzw. 2024, 2023 ist ein Übergangsjahr, so sein, dass 3,5% der Ackerfläche als BFF-Elemente angelegt werden müssen bei größeren Ackerbaubetrieben ab 3 Hektaren. Und also das heißt, die gesetzlichen Anforderungen, die steigen und somit müssen wir, um die Glaubwürdigkeit auch erhalten, müssen die Anforderungen der IPSWiss-Produzenten ebenfalls steigen.
Und das ist immer eine Herausforderung und funktioniert nur mit guten Partnerschaften und Diskussionen über die ganze Kette. Dann gibt es technische Innovationen, die kennen Sie sicher auch bestens. Die muss man auch immer im Auge behalten, was hier passiert. Wir sind überhaupt nicht gegen Roboter oder irgendwelche neue Technik. Man muss einfach, wir haben ein bisschen Bedenken, wenn diese Roboter dann so genau sind, dass dann wirklich jedes einzelne Blatt, das nicht zu den Nutzpflanzen gehört, irgendwie entfernt wird, haben wir gewisse Bedenken, dass das dann auch zu Problemen führen könnte. Ist dann zwar ohne Pflanzenschutzmittel vielleicht, aber räumt dann trotzdem alles aus. Das sind die Konsequenzen dieses Wandels. Wir müssen immer wieder analysieren, wo sind diese Mehrleistungen. Wir müssen aufpassen, dass kein Greenwashing passiert. Es braucht diese Mehrleistung und es braucht auch diese Sicherstellung der Glaubwürdigkeit, sonst ist der Erfolg der Marke in Gefahr und auch unsere Reputation als Institut. Also wir sind auch nicht bereit, zu jedem Preis bei diesem Programm mitzuarbeiten. Sieht aber aktuell sehr gut aus. Wir sind wieder in intensiven Diskussionen. Und das hier zeigt die aktuelle Arbeit auf. Also wir sind intensiv in der Diskussion mit dem Vorstand der IPCC. Und es geht darum, diese Biodiversitätsförderflächen im Ackerbau zu schaffen. Und eigentlich noch, wir möchten mindestens 5% haben, nicht nur 3,5%. Und wir wollen vor allem auch hochwertige. Auf Seiten der gesetzlichen Grundlage sind zum Beispiel auch weite Reihen möglich mit Düngung und Pflanzenschutzmittel. Das sind für uns keine hochwertigen Biodiversitätsförderflächen im Ackerbau, sondern wir wollen Brachen, Säume, Nützlingsstreifen, aber mehrjährige, nicht nur 100 Tage Blühstreifen, die einfach mehr fürs Auge sind. Und das wird eine Herausforderung. Wir haben mit intensiven Diskussionen sind wir zum Ziel gelangt, dass wir terminierte Zielvorgaben machen werden. Also wir werden nicht mit dem Holzhammer das jetzt einfach durchsetzen bei den Produzenten, sondern wir wollen das intrinsisch aktivieren mit Aktionen, mit Kooperationen mit den Landwirten, dass zum Beispiel Saatgut bezahlt wird. Wir wollen ein umfassendes Beratungskonzept. Das ist im Moment wird es intensiv diskutiert, wie das genau ausgestaltet wird. Das könnten auch Pilotbetriebe sein und auch regionale Unterstützung und sicher auch eine zentrale Ansprechpersonen und so weiter, damit wir diese Ziele auch erreichen. Und es ist eine Wir brauchen wirklich diese Motivation auch. Das ist ein schwieriges Ziel, aber wir können das nur gemeinsam mit den Landwirten erreichen. Es braucht aber bei allen Zugeständnissen braucht es auch diese Konsequenz. Also wir stellen uns im Moment, sind wir in der Diskussion, ist es für uns in Ordnung, wenn wir das Ziel gemeinsam erreichen, also alle IPCC-Landwirte zusammen und nicht einzelbetrieblich. Aber wenn das nicht erfüllt wird bis zum Jahr X, wird das zur einzelbetrieblichen Grundanforderung. Und das werden wir so mit dem Vorstand final ausdiskutieren und auch festhalten, damit wir auch wirklich ein Ziel weiterkommen und nicht nur einfach irgendwie dahin steuern und so. Gewisse Sachen oder wie soll ich sagen, die Leitlinie muss einfach erfüllt werden, um dieses Ziel zu erfüllen. Genau. Jetzt sind meine 20 Minuten um. Jetzt habe ich noch, glaube ich, Fragen. Ich danke auf jeden Fall schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, diese Anfrage. Wenn Sie nach dem Meeting heute noch Fragen wären, können Sie gerne mit mir in Kontakt treten. Ich darf für die Vogelwarte diese IPCC-Projekte leiten. Also zumindest mehrere. Wir haben übrigens auch noch andere. Also wir haben auch noch im Weinbau noch ein Projekt.
Das macht mein Kollege aus der Westschweiz. Dann haben wir aktuell auch noch ein Projekt in den Alpen. Gut, jetzt muss ich schauen, wie ich da zum Chat komme. Erstmal ganz herzlichen Dank, Hubert, für den Einblick sozusagen in 25% der Schweizer Landwirtschaft, wie ihr IPSV-Systemer Biodiversitätspunktesystem, Biodiversitätsleistungen entwickelt habt und auch den Ausblick, wie es weitergeht, dass die Herausforderungen weiter da sind und dass, also habe ich das verstanden, IPSV hier weiter ehrgeizig sein will und sich nicht überholen lassen möchte. Wir haben jetzt im Moment drei Fragen im Chat. Die eine kommt von Frieder Thomas vom Agrarbündnis. Wie kooperiert, ergänzt bzw. konkurriert das Programm mit staatlichen Förderprogrammen? Was spricht für Staat und was spricht für Privatwirtschaft? Ja, Möchte dazu schon was sagen? ich probiere es. Also grundsätzlich sind die staatlichen gesetzlichen Grundlagen ist wie die Basis. Also bei uns heißt das der ökologische Leistungsnachweis und dieser muss erfüllt sein. Und das ist eine Grundanforderung, damit man überhaupt in diesem Punktesystem mitmachen kann. Jetzt gibt es weitere irgendwie staatliche Förderprogramme, gibt es in dem Sinn zum Beispiel auch für Weizsaaten und so. Das nehmen wir einfach mit als Grundlage. Es gibt aber für die IPSV keine Möglichkeit, irgendwie an staatliche Gelder zu kommen. Das ist rein privatwirtschaftlich, alles was das sind zusätzliche Maßnahmen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass diese sich nicht widersprechen. Und dass das ineinander verzahnt ist. Und das ist nicht immer ganz einfach im Detail. Zum Beispiel diese Weidesaaten beim Getreide, das kennen wir schon seit Jahren, auch mit Feldlerchenpatches und so weiter. Und dort ist jetzt die Gesetzlage oder der Staat ist jetzt mit einem Förderprogramm gekommen und wir müssen jetzt schauen, dass unsere Anforderungen dort entweder noch angepasst werden oder zumindest stimmig sind. Und auch dann die Frage, oder ist das noch ein Punkt wert? Und bei uns ist es dann vielleicht so, dass dann, oder es ist nicht nur vielleicht so, dass kein Pflanzenschutzmittel erlaubt ist. Sonst gibt es keinen Punkt für diese Maßnahmen. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von deinem hier folgenden Referenten, von Nicolas Barthelmé von der Verbrauchermarke. Du bist der Chef. Er fragt kurz und knapp, wer zahlt die Prämien an die Landwirte? Also grundsätzlich werden die Prämien direkt eigentlich vom Handel bezahlt. Und es gibt aber noch diese Bonuszahlung, die kommt dann von der Organisation. Also die IPSwiss handelt eigentlich diese Prämien aus, oder die Geschäftsstelle. Und zum Beispiel irgendwie Micarna, das ist der Metzger von Migros oder die Metzgerorganisation, die bezahlen dann diese 35 Rappen je Kilogramm Schlachtgewicht direkt den Landwirten aus. Dankeschön. Dann noch die letzte Frage, die wir hier im Chat haben. Gehobene Hände sehe ich im Moment nicht. Von meiner Kollegin, von der Marion Hammer, von der Bodensee-Stiftung. Hubert, du hast vorhin relativ drastisch gesagt, die Konsumenten und Konsumentinnen, die verstehen Biodiversität nicht. Sie fragt jetzt, gibt es denn dazu Umfragen? Oder ist das euer Eindruck? Also, das ist unser Eindruck. Es gibt dazu sicher Umfragen. Das ist einfach auch unsere Erfahrung aus all diesen Jahren, dass es schon relativ schwierig ist. Oder das war ja auch das Bild vorher. Also, wenn wir etwas erklären wollen und so viel irgendwie aufzeigen müssen und aufzeichnen müssen, dann ist es einfach auch nicht ganz so einfach zu erklären. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben Sie andere Erfahrungen oder es ist schön, wenn wir sind noch so froh, wenn Biodiversität verstanden wird. Gut, das waren erstmal die Fragen aus dem Chat und Eine habe ich noch. eine hast du noch? Sie sagen in Ihrem Vortrag, wir Ah, wollen. Die jetzt. Landwirte sind immer involviert. Immer. Also es ist natürlich so, dass wir von der wissenschaftlichen Seite her sagen, wo es Punkte zu holen gibt und wo nicht, oder was nicht geht, oder was nichts bringt für die Biodiversität oder so. Es gibt manchmal auch so
Wir haben kürzlich eine Diskussion, da wollte jemand irgendwie in den Fahrgassen drin, ein Landwirt wollte in den Fahrgassen drin beim Weizenfeld irgendetwas ansehen und wollte dafür einen Punkt. Und das passt einfach dann von der fährt ja dann da trotzdem noch irgendwie fünfmal drüber. Und das passt natürlich nicht zu einer anderen Maßnahme, also vom Gewicht her. Aber wir diskutieren diese Sachen, wir versuchen auch jeweils wissenschaftliche Grundlagen dafür zu suchen, notfalls zu forschen, damit wir dann auch wissen, dass das wirklich etwas bringt. Also es ist schon die Dis es geht nicht ohne Diskussion. Und zwar über die ganze Kette. Also im Moment ist es auch recht schwierig wieder mit die Diskussionen mit dem Detailhandel, weil wir jetzt ja mehr Menge haben, oder? Mehr Eier und Äpfel und sonst auch Produkte. Und da ist natürlich dann wieder die Gefahr, dass zum Beispiel Migros und Coop diesen Mehrwert nicht mehr bezahlen will. Also nicht mehr versteht, warum das jetzt einen Mehrwert hat oder kostet. Und das braucht immer die ganze Kette. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis aus meiner Sicht. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Bei mir ist der Chat nämlich nicht automatisch runtergelaufen, darum habe ich nicht gesehen, vom Andreas Kannerl von der Obstbauregion Bodensee. Wie werden die genannten aufwendigen Marketingmaßnahmen finanziert bei IPSWIS? Diese kommen eigentlich auch aus von diesem Rohproduktwert, der höher ist. Das wird so finanziert grundsätzlich. Und dann gibt es einzelne Kampagnen, wo man auch zum Beispiel dann irgendetwas macht mit Migros in der Vergangenheit, wo sie uns Plattformen auch zur Verfügung stellen. Aber ja, es ist so, es ist nicht günstig und die IPSWIS ist auch zum Beispiel im Fernsehen mit TV-Spots unterwegs und das kostet Geld. Aber das läuft auch über diesen Mehrerlös, oder? Das muss auch damit finanziert werden. Gut, vielen Dank, Hubert Schürmann von Gerne. der Schweizerischen Vogelwarte. Jetzt würde ich dich bitten, die Bildschirmfreigabe zu stoppen. Jetzt haben wir hier noch eine gehobene Hand, sehe ich gerade. Vom Frieder Thomas. Ist die noch aktuell oder? Wenn die Zeit noch ist, nur kurz kommentieren die Frage nach, die Leute verstehen das nicht. Also meine Wahrnehmung ist, nach der in Deutschland so zitierten Krefeld-Studie haben es viele Leute kapiert, weil es dann plötzlich um die Menge und nicht um einzelne Arten ging. In dem Moment, wo man den Leuten erklärt hat, dass sie keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe mehr haben, da haben sie es verstanden. Da ist in Deutschland die Diskussion, aus meiner Wahrnehmung, die Diskussion in eine andere Richtung gegangen. Und es zeigt, wenn es so einfach ist, also die Menge verstehen die Leute, ja, Menge an Insekten an der Windschutzscheibe, aber die Komplexität der Biodiversität und warum man jetzt diese oder jene Maßnahme machen muss, habe ich auch ich den Eindruck, aber ich kenne jetzt da keine Umfragen zu, ist extrem schwer zu kommunizieren. Gut, vielen Dank, Frieder. Dann leite ich über zu unserem zweiten Praxisbeispiel und freue mich auf Nicolas Barthelmé. Er wird uns die Verbrauchermarke Du bist hier der Chef vorstellen. Ich bin vor einigen Jahren in einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift auf einen Artikel gestoßen über eine französische Marke, die hieß oder heißt C'est qui le patron? Und dachte, das ist eigentlich ein toller Ansatz, vor allem weil der in Frankreich, hatte ich den Eindruck, schon ein gutes Stück raus aus der Nische ist. Also nicht nur eine gute Idee, sondern auch schon wirklich in den großen Supermärkten sind die Produkte erhältlich. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, dass das jetzt so schnell nach Deutschland kommt. Aber Nicolas Barthelmé hat diesen Ansatz nach Deutschland gebracht und ich freue mich sehr, dass er heute uns seine oder die Verbrauchermarke Du bist hier der Chef vorstellen wird. Nicolas, bitteschön. Du kannst deinen Bildschirm teilen für deine Präsentation. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich frage jetzt, das müsste geklappt haben. Ja, tausend Dank. Ich freue mich total, heute dann unseren Verbraucheransatz letztendlich vorzustellen. Ich finde auch viele der Themen, die vorhin gerade gekommen sind, sind auch unsere Themen. Also, es geht um Transparenz und Mitbestimmung für Verbraucherinnen. Also, die Geschichte der Aufklärung, was wir vorhin hatten, das ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema. Der zweite Punkt sind die faire Preise. Wir gehen sehr weit.
was das angeht, aber das ist absolut erforderlich, unter anderem um diese Maßnahmen, die wir uns als Verbraucher und Gesellschaft wünschen, nämlich Unterstützung von, also Förderung von Biodiversität, teilweise Tierwohl oder Naturschutz. Sowas geht nicht zum Nulltarif, sondern die Betriebe, die Landwirte, sie brauchen die Mittel, um diese Maßnahmen noch finanzieren zu können. Und das ist das, was wir versuchen natürlich. Und ja, zum Schluss, wir haben Produkte natürlich, die wir gemeinsam mit unseren Partnern vermarkten. Wir mögen dieses Wort von Wertschöpfung nicht so sehr, sondern bei uns geht es eher um Wertschätzung. Damit möchten wir letztendlich auch aufmerksam machen, dass es doch anders gehen kann in der Vermarktung, in der Zusammenarbeit, nämlich auf Augenhöhe und deutlich solidarischer, sodass dann diese Wertschöpfung, die über die Produkte entsteht, tatsächlich auch fair verteilt wird unter allen möglichen Akteuren. So, dann geht's los. Also wir sind eine Verbrauchertruppe, wir sind tatsächlich Teil einer internationalen Verbraucherbewegung, das 2016 in Frankreich gestartet ist. In Deutschland sind wir seit dem Sommer 2019 am Start. Ganz normale Leute, wie alle hier im Chat. Vier Fragen, die uns extrem stark beschäftigen, wenn wir einkaufen. Wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden sie produziert? Was passiert mit dem Geld, das wir an der Kasse abgeben? Und vor allem, was ist das System, das wir unterstützen mit jedem Kauf? Und wie können wir vielleicht gemeinsam das Ganze ein bisschen beeinflussen? Also viele Fragen, viele Antworten gibt es eigentlich nicht, sondern da muss man einen richtig, richtig großen Aufwand betreiben, um überhaupt dann erste Antworten irgendwo im Netz zu finden oder auf den Verpackungen. Und diese Transparenz, die gibt es nicht. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, ja, dann bringen wir sie doch selber. Das heißt, unser Ansatz ist ein Gemeinschaftsansatz. Ja? Wir sind Verbraucher, Verbraucherinnen, Konsumenten. Wir sind ständig im Austausch, auch tragen Projekte nach vorne mit Partnern aus Landwirtschaft, natürlich auch aus dem Handel, um gute und faire Lebensmittel auf den Markt zu bekommen. Ja. Unser Ziel letztendlich wäre fast, uns irgendwann in einigen Jahren abzuschaffen, wenn zum Beispiel der Anteil der guten und fairen Lebensmittel so groß ist, dass sie eigentlich die Regel geworden sind und nicht mehr die Ausnahme. Dann würden wir sagen, okay, dann haben wir unser Ziel erreicht, dann würden wir uns an was anderem widmen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit. Also bei uns geht es um viel Transparenz bei Qualität und Preis. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Es geht darum, ja, uns dann für faire Preise, faire Vergütung für die Landwirte zu engagieren und einzusetzen, beziehungsweise diese zu garantieren. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Naturschutz, Tierwohl, Biodiversität zu fördern, zu unterstützen, möglich zu machen. Genau, und wir möchten natürlich auch dieser Gemeinschaftsaspekt nach vorne bringen. Das heißt, nicht nur der Landwirt verhandelt mit seiner Molkerei oder mit seinem Verarbeiter oder mit der Industrie und dann die Industrie mit dem Handel, sondern gemeinsam auch mit uns Kunden zu gucken, was ist sinnvoll, wie gehen wir das hin, was haben wir für einen Impact und wie können wir letztendlich doch bessere, fairere, transparentere Produkte auch einkaufen können. So, wir sind eine starke Community natürlich überall in Deutschland. Sind über 1100 Leute, Verbraucher im Verein. Wir arbeiten mit Abfragen, mit Produktfragebögen, das erkläre ich gleich. Und maximal haben wir also insgesamt eigentlich auf jeden Fall noch viel mehr, weil wir jetzt also viele, viele Teilnehmer, tausende von Leuten, die tatsächlich da mitmachen und einige Leute, die Produkte bereits kaufen, uns folgen auf Social Media oder unterstützen und ja, also in ganz Deutschland sind wir verteilt und aktiv. So, jetzt kommt es eigentlich zum Thema der Transparenz. Wie geht das? Ja? Wir haben einen sogenannten Produktkonfigurator entwickelt. Ja, das funktioniert letztendlich wie beim Auto. Ich kann ja das Beispiel der letzten Abfrage für Kartoffeln noch zeigen in der Mini-Animation. Also, es funktioniert mit der niedrigsten Qualität bzw. niedrigster Ausstattung und auch mit dem niedrigsten Preis. Und wir haben danach 6 bis 12 Fragen,
womit ich als Verbraucher entscheiden kann, welche Qualität ich mir wünsche, wo sollen die Produkte herkommen, wie werden sie produziert, wie werden Kühe gefüttert, wo kommen die Futtermittel her, was ist zum Thema Behandlung der Produkte, was ist mit Verpackung, Packungsgröße etc. Und so gestalten wir letztendlich und machen wir einen Co-Creation-Prozess möglich. Das heißt, tausende von Leute machen mit und gestalten so letztendlich dann die Produkte, die wir gemeinsam auf den Markt bringen. Ja? Das heißt, wenn wir abgeschlossen haben, dann werten wir demokratisch aus. Wir haben dann ein Produktpflichtenheft mit einer Kalkulation. Also das ist ganz wichtig, das ist kein Wunschkonzert, sondern zu den Qualitätskriterien, die gewählt worden sind, passen auch Preise und auch eine Vergütung für die Landwirte, die natürlich hoffentlich fair ist. Sollte sie nicht sein, dann würden wir das Produkt nicht machen. Also ganz wichtig ist, über diese Abfragen wählen wir den Gesamtmarkt ab. Das heißt, die schlimmsten unfairen Produkte sind auch darin möglich. Das heißt, jeder kann natürlich dann das Produkt wiederfinden, das er aktuell kauft. Und dann geht es letztendlich darum zu gucken, was ist eigentlich sonst möglich an Qualität, was kostet diese Qualität und was muss der Landwirt verdienen, damit er diese Qualität letztendlich auch für uns produzieren kann. Ein Fokus vielleicht auf die Themen, die heute relevant sind. Ja, Biodiversität und wir haben sogar, also über jeden Fragebogen, da haben wir die Möglichkeit, einen Fokus zu setzen. Ja, wir sind mit der Milch gestartet, da hat natürlich das Thema Tierwohl sehr stark reingespielt. Bei der Abfrage für Kartoffeln, die wir letzte Woche abgeschlossen haben, dann ging es natürlich stark um die Art und Weise, wie die Felder bearbeitet werden. Es ging natürlich um Biodiversität, aber auch um das Thema der Lebensmittelverschwendung. Und das sind also Themen, worauf wir aufmerksam machen und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal Themen, wofür wir Lösungen anbieten. Ja, also zum Thema Biodiversität natürlich ist die Frage der Landwirtschaft konventionell, ein EU-Bio oder vielleicht ein Verbandsbio. Ich muss sagen, aus unserer Erfahrung hinter diese ökologische Landwirtschaft steckt das Thema Pflanzenschutzmittel bzw. Pestizide und die große Ablehnung vieler Verbraucher dafür oder für diese Bearbeitung. Das ist noch viel wichtiger als das Thema Bio an sich. Und dahinter natürlich kann man dann nochmal auch sehen oder spüren, dass durch den Verzicht auf diese Mittel natürlich auch Insekten geschützt werden etc. So, dann haben wir zusätzlich nochmal wählen lassen, wie die Fruchtfolge bzw. welche Zwischenfrüchten auch bei Kartoffelproduktion eingebaut werden und integriert werden. Und die Leute haben sich dann für eine qualitative Zwischenfrüchte entschieden mit bis zu 8 unterschiedlichen Pflanzenarten. Auch das ist ein großer Hebel für die Biodiversität. Und wir haben ganz zum Schluss auch nochmal gesagt, wir wären bereit über dieses Produkt oder wir bitten die Möglichkeit natürlich einen Fonds einzurichten, in dem 3 Cent pro Kilo, was verkauft wird, in diesen Fonds fließt. Und damit haben wir die Möglichkeit, gemeinsam als Initiative, als Verbrauchertruppe zu entscheiden über Projekte bzw. über Maßnahmen, die wir damit finanzieren. Also diesen Ansatz folgt, also läuft eigentlich auch schon mit der Milch, 1 Cent pro Liter Milch, die wir verkaufen, kommt in diesem Fonds und damit haben wir auch tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel Umstellungsprojekte rund um muttergebundene Kälberaufzucht zu finanzieren. Sowas ist natürlich das, was wir vorhaben. So, zum Thema Lebensmittelverschwendung vielleicht noch einmal am Rande. Also wir haben uns insgesamt dafür entschieden, dass unterschiedliche Formen und Größen tatsächlich auch geduldet sind in der Verbraucherkartoffeln, sagen wir mal. Und dass wir auch Schalenfarben je nach Saison akzeptieren, die ein bisschen unterschiedlich sind, diesen Oberflächenschorf oder leichte Flecken, weil wir natürlich auch gezeigt haben, dass pro Ernte 30 bis teilweise 40% der Mengen einfach mal aussortiert werden, weil sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen und diese Produkte werden entweder deutlich reduziert im Preis weiterverkauft, teilweise für die verarbeitende Industrie oder als Futtermittel für die Tiere.
Oder sie werden vielleicht sogar noch gar nicht mal geerntet und irgendwo vernichtet. Und das ist natürlich schade. Und dagegen möchten wir einfach mal eine Lösung anbieten. Genau, also zu uns noch. Wir haben zwei erste Produkte gewählt, die im Markt sind. Eine biofaire Weidemilch. Wir haben aktuell einen Milchpreis von 58 Cent pro Liter. Das ist einer der höchsten Milchpreise überhaupt in Deutschland. Und wir sind gerade dabei, tatsächlich mit den Landwirten auch transparent zu gucken, wohin dieser Milchpreis sich entwickeln muss. Damit sie natürlich auch diese Mehrkosten durch Inflation noch gedeckt bekommen. Ja. Und wir haben auch nochmal ein Eierprodukt, den wir regional im Rhein-Main-Gebiet auch vermarkten. Und arbeiten aktuell an den zwei nächsten, nämlich die Auswertung dieser Kartoffelabfrage, die jetzt abgeschlossen wurde, sowie ein Joghurtprodukt. Das Spannende bei uns ist dieser Mitmacht, diese Transparenz. Ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir Produkte wählen, selber kreieren und gestalten, sondern es geht auch darum, dass wir die Community einbinden für viele Aufgaben rund um die Transparenz, unter anderem für die Kontrolle der Betriebe, die für uns produzieren. Ja. Das heißt, wir haben sogenannte Audit-Teams ausgebildet. Damit gibt es Events, wo wir die Betriebe, die Höfe, die Landwirtsfamilien auch besuchen mit Vereinsmitgliedern und aber auch mit Vertretern vom Handel. Das ist ganz spannend und das ist natürlich der beste Weg, um auf der einen Seite Transparenz zu schaffen. Natürlich versichern wir oder kontrollieren wir, dass die Leute genauso produzieren und wirtschaften, wie wir das insgesamt uns gewünscht haben und auch gewählt haben. Aber diese Transparenz ist extrem wichtig, weil es geht auch um Wertschätzung und es geht darum, auch Verbraucher mit den Landwirten tatsächlich zu verbinden und also letztendlich einen Austausch und Dialogplattform möglich zu machen, wo die Leute einfach mal miteinander diskutieren und merken, ach, der ist eigentlich genauso wie ich, der denkt genauso wie ich und dann weiß dann jeder, warum er diese Maßnahmen umsetzt für die Landwirte und auf der anderen Seite bei den Verbrauchern, warum er vielleicht den etwas höheren Preis bezahlt und warum es wichtig ist, dass faire Preise bei den Betrieben ankommen. Ich habe hier ein kleines Video, um aufzuzeigen, tatsächlich, was es bei den Audits, also wie das funktioniert. Betriebe, die unter unserem Konzept arbeiten und Produkte in unsere Marke reinliefern, werden einmal im Jahr von uns auditiert. So ein Audit läuft folgendermaßen ab. Zunächst bereitet der Landwirt einen Fragebogen vor, den wir ihm zuschicken, den er selber ausfüllt. Das heißt, er führt ein Selbstassessment durch. Auf dieser Basis gehen wir dann mit Verbrauchern rein in die Höfe und begutachten die Kriterien, die für uns wichtig sind, die unsere Verbraucher gewählt haben. So ein Audit dauert in einem Schnitt 2,5 Stunden und wir checken alles durch. Wie wird gearbeitet? Wie geht es den Tieren? Kommt der Preis an, den wir gesetzt haben und erreicht die Landwirte? Denn wir wollen ja, dass unsere Maßnahmen Bauern ermöglichen, nachhaltige Maßnahmen auf ihren Höfen umzusetzen. Genau, letzter Punkt vielleicht die Kommunikation. Ja, es ist wieder das Thema Transparenz, was ganz groß ist. Wir lassen die Natur erleben. Wir möchten, dass die Leute auch mitbekommen, wie es bei den Landwirten passiert. Wo drückt der Schuh? Was haben die für Herausforderungen? Entsprechend sind wir in Social Media, also in den sozialen Medien sehr aktiv. Wir haben auch die Chance, einiges an Unterstützung von vielen Medien zu bekommen, auch von Fernsehanstalten, wo wir letztendlich nicht nur das, was wir tun, zeigen, sondern auch unsere Ideen. Also wir waren zum Beispiel vor 2 Wochen bei ZDF Terra X und haben ein neues Projekt vorgestellt, eine neue Idee, wo wir Betriebe, die von Konventionell auf Bio umstellen möchten, letztendlich begleiten und erstmal aufzeigen, wo sind die Probleme oder die Schwierigkeiten, die sie haben. Und dann haben wir auch nochmal Lösungsideen, die wir anbieten und dann kann natürlich dann jeder gucken, wie er da Unterstützung einsteigen, vielleicht auch nochmal an interessierten Leuten weiterleiten kann. Genau, also wie gesagt, Verständnis, Aufklärung ist wichtig, auch dieser gesamten Truppe der Verbraucher draußen auch nochmal eine Stimme zu geben,
damit letztendlich das, was wir uns wünschen, auch unterstützt über die gesamte Kette und auch umgesetzt wird. Wir haben natürlich eine Vision. Uns geht es um solidarischen Lebensmittel. Es geht um neue Art des Wirtschaftens. Und das erleben wir immer wieder. Wenn die Landwirte fair bezahlt wären, dann haben sie die Möglichkeit, endlich so zu produzieren und zu wirtschaften, wie sich das immer gewünscht haben, nämlich im Einklang mit der Natur, mit vielen Ideen und proaktiven Unterstützung für Tiere, also viel Tierwohl, aber auch für Biodiversität. Und das ist eigentlich ein System, das wir aktivieren müssen. Ja, also faire Preise sind wirklich der Schlüssel zu das, was wir uns wünschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sowohl die Industrie als auch den Handel in Deutschland dafür gewinnen können. Und darüber hinaus natürlich haben wir über den Aufbau der Produkte versuchen wir, regionale Kreisläufe aufzubauen, sodass tatsächlich auch die Produkte werden natürlich bundesweit gewählt, aber in der Umsetzung arbeiten wir mit regionalen Partnern, sodass zum Beispiel die Milch nicht aus Bayern bis an die Nordseeküste gefahren werden muss, sondern haben wir für den Norden mit eine regionale Molkerei als Partner und für den Süden entsprechend auch eine aus Bayern oder Baden-Württemberg. Ja, also ich bin am Ende der kurzen Vorstellung angelangt. Ich kann auch alle hier dazu einladen, mitzumachen, mitzuentscheiden. Immer wieder kommen auch Abfragen, wo man co-kreieren kann. Man kann sich auch natürlich auch engagieren. Die Mitgliedsgebühren sind einmalig 1 Euro und dann hat man auch tatsächlich die Möglichkeit, in bestimmten Arbeitsgruppen reinzukommen und an bestimmten Themen mitzuarbeiten. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Faire Preise sind für uns absolut notwendig und der Schlüssel für mehr Biodiversität und Naturschutz. Verbrauchern sind die Themen sehr wichtig, sogar noch wichtiger als das Thema fairer Preis. Also Tierwohl und Biodiversität haben sogar noch einen höheren Stellenwert, aber sie gehen nicht ohne diesen Zwischenstrich über die fairen Preise. Deswegen ist es wichtig, dass wir viele Leute erreichen, mitnehmen und dazu einladen, letztendlich dann diese Reise mit uns zu gehen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf Fragen, wenn es welche gibt. Herzlichen Dank, Nicolas, für diesen sehr klaren Einblick in die Funktionsweise und eure Aktivitäten, die Verbrauchermarke. Du bist hier der Chef. Es gibt Fragen. Der Frieder Thomas hat gefragt, hat eine Frage zu diesem Biodiversitätsfonds. Da werden ja 3 Cent pro Kilogramm Kartoffeln eingezahlt. Er fragt, heißt das, dass die Kartoffeln selbst nicht von einem Hof dieses Projekts kommen müssen, aber insgesamt etwas getan wird? Also bis jetzt, also diesen Biodiversitätsfonds für Kartoffeln, den gibt es noch nicht, weil das Produkt gibt es noch nicht. Das wird jetzt in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Bei der Milch haben wir das so gemacht, dass dieser 1 Cent, der gesammelt wird, der wird reinvestiert bei den Betrieben, die bis jetzt für uns Partner sind und also für uns die Milch produzieren. Ja, weil sie gehen in Vorleistung, sie strengen sich an, sie erfüllen die Kriterien und wir wollen auch, dass die Qualität bzw. deren Impact sich noch verbessert. Und erstmal ist es so. Dann nochmal zu dem Biodiversitätsfonds oder auch die Projekte, die daraus dann gespeist werden. Die Frage ist von Heidi Lehmann vom WWF Deutschland. Durch wen werden dann die Biodiversitätsprojekte beraten, gefördert, umgesetzt? Gibt es da eine Kooperation mit anderen Projekten oder Beraterinnen? Also bis jetzt noch nicht, aber wir sind für Kooperationsideen und auch warum nicht mit dem WWF auch super, super offen. Ja, also sehr, sehr gerne. Und gleich nochmal von der Frau Lehmann vom WWF, wie der faire Preis denn berechnet wurde. Die schreibt noch dazu über KTBL-Daten oder Abfragen bei Betrieben oder waren das Verhandlungen? Genau, also das ist extrem entscheidend. Jede Abfrage oder dieser Konfiguratoren, die wir gestalten und entwickeln, da ist ja eine riesen Vorarbeit notwendig pro Produkt. Wir sammeln erstmal Themen, was wollen wir an Themen angehen, wie priorisieren wir sie in den Fragen. Und dann geht es letztendlich darum, hinter jede Antwort eine Bepreisung hinzubekommen. Und das machen wir erstmal über Internetrecherchen, da gibt es sämtliche Analysen mit Gesprächen mit den Verbänden, aber natürlich auch mit einem direkten Austausch mit Landwirten, also Bio-Bauern, aber auch konventionelle, sodass wir tatsächlich ein Konstrukt haben,
das den Markt widerspiegelt und das letztendlich dann wirklich auch ja, sowohl Sinn macht als auch richtig ist. Ja? Und ich muss sagen, das ist uns jetzt viermal gut gelungen. Wir haben nirgendwo Kritik, sondern eher immer Lob über die Kalkulation und das, was rauskommt. Wir wissen, bei den 58 Cent, die wir aktuell im Markt bezahlen, das ist mehr als fair. Wir wollen sie sogar in Richtung 62, 63 jetzt eigentlich dann weiterentwickeln oder hochgehen lassen im Zuge der aktuellen Inflationsthemen. Und damit sind wir einer, wenn nicht der fairste Anbieter, was Milch angeht. Und genau, also als Beispiel, die gleiche Molkerei, die unsere Verbrauchermilch abfüllt, zahlt für ihre eigenen Produkte 10 Cent weniger, ja, und hat extreme Schwierigkeiten, diesen Milchpreis anzuheben. Ja. Und deswegen finde ich, ist es auf der einen Seite super spannend zu sehen, was wir als ganz normale, einfache Verbrauchertruppe in der Lage sind zu erreichen für die Betriebe, indem wir aktiv werden, indem wir an die Gespräche teilnehmen, indem wir diese solidarische Vermarktung letztendlich auch mit Handel und verarbeitende Industrie auch hinbekommen. Mhm. Einfach ist es nicht, ja. Einfach ist es wirklich nicht. Aber es funktioniert. Und das ist eigentlich ja, eine gute Perspektive für die Zukunft. Die Adelheid Schnitzler, die auch gleich noch ihre Marke Alp gemacht vorstellen wird, fragt, wie finanziert sich denn die Organisation? Auch also heute sind wir ein kleines Team, also drei Leute, die Teilzeit in der Initiative aktiv sind und ehrenamtlich unterwegs. Also wir hatten letztes Jahr über eine Stiftung eine kleine Förderung bekommen, aber es ist dieses Jahr erstmal nicht mehr der Fall. Das heißt, also viel Vorarbeit und sehr viel Überzeugung, Arbeit und Engagement, erstmal ohne Lohn. Wir haben natürlich einen Plan, wie wir uns zukünftig auch finanzieren möchten. Unter anderem über 5% von dem Preis, der aus unseren Produktabfragen entsteht. Also die Milch kostet aktuell 1,45 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. 5% davon sind 7 Cent. Das ist das, was aktuell an Einnahmen reinkommt, die aber heutzutage natürlich noch lange nicht reichen, um davon zu leben und das notwendige Team letztendlich dann aufzusetzen. Ja, sodass wir aktuell gucken, wie wir tatsächlich auch eine gewisse Unterstützung über Förderung tatsächlich hinbekommen, damit wir unsere Arbeit weitermachen können. Jetzt kommen noch weitere Fragen rein. Ich versuche die ganz schnell vorzulesen und du ganz kurz zu antworten. Ja. Einmal von meiner Kollegin Sabine Sommer. Es geht jetzt zweimal um das Thema Audit. Einmal ist die Frage von der Sabine Sommer, werden den Betrieben Kontrollkosten für das Audit berechnet? Und der Hubert Schürmann fragt, was sind die Folgen für die Landwirte bei Verstößen bei einem Audit? Also Kosten gibt es nicht, weil wir möchten Transparenz schaffen. Also Kosten gibt es nicht. Wir möchten, also das ist Teil des Pakets und es ist Teil der 7 Cent pro Liter, die wir über den Verkauf der Produkte einnehmen. Heute geht die Rechnung noch nicht auf, aber sagen wir mal, mittelfristig soll das einfach mal die Idee sein. Ja? Wir möchten da den Aufwand für die Betriebe auch gering halten. Und was ist bei Verstößen? Ja, wenn es Verstöße gibt, was bis jetzt nicht der Fall ist, dann gibt es eine Transparenz darüber. Also die Berichte über, die werden auch in der Community geteilt. Und dann gibt es eine Frist zur Korrektur, der aufgesetzt wird, damit wir so schnell wie möglich tatsächlich. Aber wir wollen einfach die Leute nicht verurteilen, sondern wenn es einfach mal so eine Gap gibt, dann wird sie so schnell wie möglich gemeinschaftlich geschlossen. Genau, das ist das Wichtigste. Okay. Frieda Thomas fragt nochmal nach zu dieser Kalkulation. Wenn er es richtig versteht, sind das Durchschnittswerte und keine individuellen Betriebskalkulationen. Also es wird nicht so gerechnet, was der Betrieb, der nachher die Milch produzieren soll, bräuchte, sondern eben ihr orientiert euch anderweitig und macht dem Betrieb oder den Betrieben dann sozusagen ein Angebot. Ja, also wir wissen, dass es auch unterschiedliche Produktionskosten zwischen, je nachdem wie groß die Betriebe sind und wo, in welchen Regionen etc. Aber wir müssen irgendwo auch in diese Transparenz und diese aufklärende Arbeit auch
ein kleines bisschen zugänglich machen für die Verbraucher, ansonsten steigt dann jeder aus. Ja? Deswegen orientieren wir uns an bestimmten, bei der Milch zum Beispiel gibt es einen Milchmarkerindex, der für konventionelle und für biologische Milch auch berechnet wird. Das ist zwar ein Durchschnitt, aber bis jetzt haben wir gute Erfahrungen damit gemacht und die Betriebe, die mit uns in Kontakt sind, können auch damit sehr gut leben. Dann haben wir noch eine Frage, die ich vielleicht sonst auch noch gestellt hätte, von der Elena Dietrich. Wie sind die ersten Erfahrungen mit dem Verkauf der Produkte? Zeigt sich auch hier die Bereitschaft der Kunden, wirklich einen höheren Preis zu bezahlen, oder nimmt man hier ein Mind-Behavior-Gap wahr? Das heißt, die Kunden wollen eigentlich mehr Nachhaltigkeit, aber entscheiden sich dann doch anders. Ja, wir sind gut, bis sehr gut gestartet. Wir haben bis jetzt also über 1,3 Millionen Liter Milch abgesetzt, was für uns als kleine Verbrauchertruppe mit lokale bzw. regionale Vermarktung ist es schon gut. Natürlich am riesen Milchmarkt, das ist noch eine Nische, auch da, das ist ja klar. Uns ist wichtig, dass die Produkte anders vermarktet werden. Ja? Das heißt, auch die Landwirte mit uns kommunikativ aktiv werden, dass auch der Handel unterstützt und sagt, ja, es ist wichtig, dass diese Produkte immer wieder Impulse bekommen, damit sie einfach nicht vergessen werden. Ja? Ja, also es bleibt natürlich dann tagtäglich eine Herausforderung, weil wir ohne Budgets arbeiten und letztendlich dazu appellieren, dass jeder mal seinen Beitrag dazu leistet. Mhm. Genau, aber das, der Weg ist das Ziel, ja. Das, aber so ein Mind-Gap würde ich nicht sagen. Aber wir haben definitiv noch ein bisschen einen kleinen Weg zu gehen. Letzte Frage noch von der Adelheid Schnitzler nochmal zu den Audits. Kontrollen, finden die nur einmalig statt? Also wir versuchen die Betriebe, also auf jeden Fall, es gibt ja relativ zügig nach Start tatsächlich ein Audit pro Betrieb und danach gibt es einen Rhythmus. Ja, so ein Drittel pro Jahr werden dann wieder getestet oder besucht. Genau. Es gibt jetzt noch eine weitere Frage im Chat, Anna Schmid, aber da würde ich dich bitten, Nicola, ihr vielleicht direkt hier im Chat zu antworten, dass wir jetzt weitermachen. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du das vorgestellt hast und hier die Fragen zu diesem sehr interessanten Ansatz alle beantwortet hast. Dann gibt es auch nochmal Applaus, den virtuellen. Und dann machen wir weiter mit unserem für heute dritten und auch letzten Praxisbeispiel. Ich freue mich und begrüße Adelheid Schnitzler vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Dort gibt es die Regionalmarke Albgemacht, die auch Biodiversitätsleistungen anbietet, oder die Betriebe, die dort mitmachen, leisten auch mehr für die Biodiversität. Wie das dort angesiedelt ist, konzipiert ist und welche Erfahrungen bisher damit vorliegen, sowohl für die Natur wie auch im Markt, das wird uns die Frau Schnitzler jetzt berichten. Schön, dass Sie da sind. Genau, jetzt sehen wir Ihre Präsentation. Prima. Bitte sehr. Wunderbar und vielen Dank. Einen schönen guten Tag in die Runde. Vielen Dank, Herr Deutschler, für die Einladung. Auch ich freue mich, hier und heute mit dabei zu sein in dieser Runde und stelle gern die Regionalmarke Albgemacht vor. Genau, ein kleiner Exkurs zum Biosphärengebiet. Das UNESCO-Biosphärenreservat Schwäbische Alb ist 2009 hat es die Anerkennung bekommen und wir sind dann nach 10 Jahren 2019 evaluiert worden und mittlerweile haben wir auch die Rezertifizierung, dürfen eine erneute Urkunde vom Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann noch in diesem ersten halben Jahr des Jahres entgegennehmen und ab 2023 startet dann die Gebietserweiterung. Wir haben momentan eine Fläche von 85.000 Hektar. Man kann UNESCO-Biosphärenreservate gehen bis zu 150.000. Das ist aber jetzt nicht immer erstrebenswert, das so zu vergrößern auch. Beteiligt sind nämlich derzeit schon 29 Kommunen, der ehemalige Truppenübungsplatz und eben 3 Landkreise und 2 Regierungspräsidien. Und Sie sehen hier sehr schön eben das
Gebiet selber, wie es sich darstellt, also mit seinen Grenzen, das Biosphärengebiet im Norden, vielleicht bloß noch mal zur Erklärung, liegt Stuttgart, im Süden kommt dann quasi Ulm für den einen oder anderen zum Einsortieren in Deutschland, und das ist eine freiwillige Ausweisung, deswegen sieht das Gebiet so aus, wie es aussieht, also wir sagen immer auch gerne eine etwas Krake dazu. Genau, das so als kleiner Hintergrund. Alpgemacht ist eine naturschutzorientierte Regionalmarke. Es war ein ganz klarer Wunsch aus dieser Region von Akteuren, Kommunalvertretern, Verbandsvertretern, dass man regionale Produkte unter ein gemeinsames Dach stellt mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild. Und diese Produkte sollten mehr sein als nur regional. Also die sollten eben diese Landschaft widerspiegeln, aber gleichzeitig auch dieser Landschaft was wiedergeben und also Naturschutz, Lebensräume schützen und fördern und aber auch eben diese Region stärken über Arbeitsplätze und stabile Wertschöpfungsketten. Genau, es wurden dazu Kriterien erarbeitet, die mit diesen für Produkte, die ganz unmittelbar diese Kulturlandschaft, wie wir sie hier haben, Wacholderheiden, Kalbmagerrasen, blühende Wiesen und artenreichen Äckern eben unterstützen. Genau, ich muss mal ganz kurz gucken, jetzt haben wir es weg. Genau, so, ich sehe jetzt das Bild wieder besser. Die Regionalmarke an sich ist gestartet 2018, dem Ganzen ging aber ein Prozess voran, und zwar seit Ende 2014 hat man gestartet diesen Markenprozess, das hieß zunächst regionale Produkte unter einem Dach, mit einer Bestandsanalyse, was gibt es denn alles, was haben wir denn, in welchen Qualitäten, in welchen Mengen, welche Marken gibt es schon. Und das Ganze hat dann geendet in einem Marketingkonzept und Kontrollkonzept 2017, beziehungsweise mit der letztlich Alpgemacht e.V., also den eingetragenen freien Gründung. Die ersten Produkte gingen dann 2018 an Start. Das waren insgesamt 6 an der Zahl zu Beginn. Mittlerweile sind wir eben bei knapp 20, das sind Alltagsprodukte. Das war uns wichtig, dass wir nicht nur irgendwie was für Geschenkkörbe produzieren, sondern wirklich für den tagtäglichen Gebrauch. Zur Vereinsgründung waren es 7 Mitglieder, und mittlerweile sind wir bei 21 oder 17 Mitgliedern. Sind wir deutlich angestiegen bei 17 Mitgliedern. Jetzt im Jahr 2021. Es gibt dieses einheitliche Design. Sie sehen das ganz gut jetzt hier links auf den Produkten. Die Vermarktung läuft über die eigenen Hofläden, über Filialen der Mitglieder, und wir haben eben hier auch noch Rewe mit im Boot. Unter diesem Dach, und es war auch der Region wichtig, dass man hier nicht spaltet oder differenziert, eben Bio und konventionelle Produkte. Es gibt dazu, wie vorhin schon erwähnt, die Kriterien, spezielle Kriterien. Diese werden jährlich extern von einer Kontrollstelle kontrolliert. Ups, dum-dum. Genau. Entschuldigung, jetzt bin ich rausgeflogen. Moment, ich mache nochmal auf Freigabe. Okay, sind wir wieder drin? Genau, wunderbar. Sehr gut. Ich muss jetzt was schauen. Jetzt. Die kontrollierten Kriterien sind gegliedert in 7 Säulen. Die Regionalität, Sie haben vorher die Gebietsgrenzen gesehen. Das geht bis 5 Kilometer darüber hinaus, sodass das Gebiet auch etwas abgerundet wird. Dann darf nirgendwo gentechnisch veränderte Stoffe oder Gentechnik verwendet werden. Wir haben als zentralen Punkt den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt. Da komme ich nachher noch im Detail drauf. Wichtig ist uns aber auch, das gehört heute einfach zu einem qualitativ hochwertigen Produkt dazu, das Tierwohl.
auch hier Kriterien zu haben, auch in der Verarbeitung transparent zu sein. Die Rezepturen müssen offengelegt werden. Es dürfen keine Geschmacksverstärker verwendet werden. Die Fairness ist wichtig. Das ist vorhin auch schon des Öfteren angesprochen worden. Die Zusammenarbeit im Verein. Die Mitglieder, wir haben Mitgliederversammlungen 2 bis 3 Mal jährlich und eben auch Öffentlichkeitsarbeit, das heißt Märkte und Veranstaltungen. Und da muss auch jeder Betrieb mindestens einmal im Jahr, sage ich mal, sozusagen für die Marke und für den, für den Verein tätig sein und da eben auch sich aktiv beteiligen. Die Transparenz und die Qualitätssicherung ist ein ganz wesentlicher Grundsatz von diesen Kriterien, von dieser Basis der Regionalmarke. Also und das versuchen wir eben über die, also ein Grundstock ist das Qualitätszeichen Baden-Württemberg für konventionelle Betriebe beziehungsweise Bio-Baden-Württemberg oder eben auch Verbandsrichtlinien wie Demeter oder Bioland. Und darauf hinauf gesattelt, so muss man es auch also verstehen, sind dann quasi diese 7 Säulen. Genau. Wir haben hier, genau, im Zentrum steht oder im Fokus steht der Erhalt der biologischen Vielfalt, also Lebensräume, besondere Lebensräume dieser Kulturlandschaft. Und da geht es wirklich um so eine, um die konsequente Umsetzung der Maßnahmen. Vieles basiert bei uns auch auf Agrarumweltmaßnahmen von FACT oder auch LPR. Also FACT ist Förderprogramm von Baden-Württemberg oder über Landschaftspflegerichtlinie und auch deren Verträge, so dass wir hier die Blühflächen, extensiven Kulturen auf Äckern, artenreichen Wiesen praktisch direkt eben auch fördern und unterstützen. Das heißt, auch mit jedem Produkt haben wir einen Bezug zu einer Fläche oder zu einer Landschaft. Und die Schwäbische Alb, das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle sagen, ich finde die Schweiz absolut toll oder den Bodenseeraum. Sie wird oftmals unterschätzt. Man sieht auch hier wirklich ein paar Fotos, die aus dem Alltag gegriffen sind. Das haben wir hier. Wir haben hier noch eine, glaube ich, sehr vielfältige und kleinstrukturierte Kulturlandschaft. Ich betone aber auf noch, die bisherigen Förderungen und Beratungen gehen oder gingen nicht dahin. Und ich halte es aber für ganz wesentlich für unsere, ich sage jetzt mal, Lebensgrundlage und auch für unser aller Lebensqualität. Genau. Und was ich vorher schon sagte, ist durch den Kauf von Produkten, ist einfach dieser unmittelbare Nutzen gegeben. Dieses zentrale Thema biologische Vielfalt bietet Marketingchancen, aber, und das ist auch ein zentraler Punkt, dass es hier eben die Kommunikation ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und ich komme nachher noch drauf, wir haben die Erfahrung gemacht in der Masterarbeit, der Begriff Biodiversität, da konnten vor 5 Jahren die Menschen wenig bis nichts damit anfangen. Da kam dann, ach ja, Tierwohl, ach ja, das stimmt, unsere Streuobstwiesen so, aber dieses jetzt zu erklären ging nicht und wir hoffen auch demnächst wieder eine Masterarbeit zu bekommen, um herauszufinden, hat sich das verändert und wenn ja, wie und wie können wir auch in Zukunft da dieses Thema besser transportieren und erklären und einfach auch weiterbringen, also zu mehr Verständnis kommen. Hier sind jetzt mal 3 ganz konkrete Beispiele von der Milch. Also wenn Sie eine Alpgemacht Milch kaufen, dann hat es einen unmittelbaren Nutzen oder Wert oder einen Bezug zum artenreichen Grünland, denn die Landwirte müssen 15% ihrer Grünlandflächen extensiv bewirtschaften. Dazu haben wir ausgewählte Maßnahmen in FACT und LPR, wie vorher schon erwähnt. Und das müssen Sie nachweisen. Das heißt, da gehört zum Beispiel 4 oder 6 Kennarten dazu. Also sprich, dass bestimmte Arten auf diesen Flächen vorkommen müssen und genau auch nachzuweisen sind in diesen Kontrollen. Bei Mehl haben wir den Bezug zum Acker.
Und da ist es auch so, auch wenn die jetzt unter Umständen von ihren 50 Hektar Ackerland plus mit 5 Hektar Dinkel bei uns mitmachen, müssen sie auf die Gesamtfläche vom Acker 5% extensive Flächen nachweisen. Und auch hier haben wir ausgewählte Maßnahmen. Und an der Stelle, die haben wir mit Naturschutz und Landwirtschaft und Landwirten eben besprochen. Also das ist so ein gemeinsamer Prozess auch, welche Maßnahmen bringen auch wirklich was, welche Maßnahmen sind auch wirklich nachweislich da förderlich. Genau, was noch gilt, ist totalherbizide Wachstumsregulatoren sind im gesamten Betrieb verboten. Also das bezieht sich in dem Fall nicht nur auf das Grünland. Genau, und beim Weinbau kann man das nicht ganz so gut mit Maßnahmen machen. Da gibt es Naturschutzkonzepte, die erarbeitet wurden und jährlich werden von den beiden kleinen Weinbauregionen an der Schwäbischen Alb am Rande, also mit Neuffen und Metzingen, eben Maßnahmen umgesetzt und Trockenmauern sind entstanden und Steinschüttungen und Blühbrachen und genau und Einsaaten. Ja, genau. Und der Mehrwert für die Alpgemacht-Mitglieder, ich denke, das ist immer auch ganz wichtig, dass für die Betriebe, was habe ich davon? Also ich denke, das gute Image, gemeinsame Bewerbung, gemeinsamer Auftritt, man wird in der Gruppe und eben mit diesem einheitlichen Markenauftritt und Design definitiv besser wahrgenommen. Und auch wir seitens der Geschäftsstelle Biosphärengebiet unterstützen die Marke. Also das heißt, wir versuchen über unsere Kanäle wirklich breite Kommunikation diese Naturschutzleistungen bei Presse, in Schulen. Also wir Biosphärengebietsschulen gibt es mittlerweile auf Märkten, diversen Veranstaltungen, touristischen Einrichtungen. Es gibt Infozentren, dieses Thema zu bespielen. Genau, wir unterstützen, das ist eben auch ganz wichtig, den fachlichen Austausch und Beratung. Also das merken wir auch ganz klar, dass Themen, die man jetzt da hat, dass das nicht Selbstläufer sind. Wir hatten jetzt regelmäßig Biodiversitätsberatungen, da vermitteln wir nur. Da gibt es ein Beratungsinstrument hier beim Land Baden-Württemberg, das dann die Betriebe nutzen können. Nächste Woche aber zum Beispiel haben wir einen Grünlandtag organisiert, wo wir jetzt auf allen Betrieben mit Grünland oder mit extensiven Grünlandflächen einfach mal schauen, was ist der Stand, wo klemmt es und wirklich da einzelbetrieblich schauen in der Gruppe, um dieses Thema auch weiterzubringen. Wir unterstützen noch mit Fördermöglichkeiten. Wir haben ein Förderprogramm, da passt die Marke Alpgemacht sehr gut herein. Da gibt es so in der Regel um die 40% Förderzuschuss. Dann gibt es den Betrieben durchaus ein Profil. Man kann seine Produktion klar ausrichten und auch neue Märkte eröffnen. Und wir haben hier eine regionale Wertschöpfungskette, die werden stabilisiert. Ich will noch nicht so weit gehen und sagen, wieder neu aufgebaut, aber die Region und die Verarbeitung erhält schon eine deutliche Unterstützung. Dann unsere Erfahrungen und Herausforderungen, die sind definitiv da. Also wenn wir vielleicht eine Folie zurückgehen oder ich mache mal zuerst diese Folie, damit ich in der Zeit bleibe. Dieses einheitliche Design, da haben wir, das ist eine Chance, aber auch ein Balanceakt. Wir haben zum Beispiel 3 Betriebe, die haben noch Eigenmarken und teilweise da die gleichen Produkte. Wo sich es unterscheidet, ist, dass zum Teil die Rohstoffe, jetzt zum Beispiel von der Milch, kommt noch von einem weiteren Betrieb, der nicht bei Alpgemacht mit dabei ist. Aber da tun sich dann schon die Betriebe teilweise auch schwer, wie mit ihren beiden Marken, die sie dann da führen, das Ganze zu kommunizieren. Es ist auch nicht immer jeder einverstanden mit dem Design oder sieht sich zu wenig wiedergegeben. Das ist schon auch was wir in der Zukunft weiterentwickeln werden. Die Biodiversität ist ein starkes Markeninstrument, das so nehmen wir das wahr. Aber
das hatten wir schon, dieses Thema, es muss noch erklärt werden. Und ich glaube, weil das vorher so anklang, ich glaube, Bilder sind da ganz wichtig. Dieses Bild, Insekten auf der Windschutzscheibe, sowas verstehen die Menschen. Aber herzugehen und irgendwie zu sagen, wir haben hier die Ziel- und Kennarten und Schirmarten, da schalten dann schon viele ganz schnell auch weg. Genau, der Mehrpreis für die Produktleistung zu erzielen, das ist unser Ziel. Wir haben einen Mehrpreis für die Produkte, wir haben aber noch nicht so aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal, den Gewinn, den ein Unternehmen auch bräuchte, um auch mal durch irgendwelche Krisen dann zu gehen. Und die Teilnahme ist unter normalen Marktbedingungen. An der Stelle nochmal, also die Geschäftsstelle Biosphärengebiet, die Vermarktung, so muss man sagen, liegt nach wie vor bei den Betrieben. Das macht nicht die Geschäftsstelle Biosphärengebiet. Und die Betriebe sagen, welchen Preis sie benötigen und gehen damit dann in den Handel, beziehungsweise und der Handel, und das ist so, ich finde, ein Wunderpunkt, der Handel hat seine Handelsmargen und ja, fragt eigentlich nicht lange oder schaut nicht lange, der haut halt immer seine 30% und 40% hinauf. Und vielleicht ein kleines Beispiel dazu, wenn hier Ja-Eier irgendwo stehen im Rewe und nebendran sind die Alpgemacht-Eier und er halt, und die Ja-Eier kaufen im, kosten im Einkauf, ich weiß das jetzt nicht, die Zahlen sind völlig fiktiv, 1,50 und unsere kosten halt 4 Euro und er schlägt dann die 30% und 40% drauf, dann ist ja die Summe des Gewinns im Handels oder diese Spanne sehr, sehr hoch. Und da und dann ist natürlich irgendwann mal auch für den Produzenten, der dann sagt, ups, jetzt kann, für den Kunden, jetzt wird es mir aber doch etwas zu teuer. Und für mich ist einfach die Frage, braucht der Handel diese Margen immer? So, genau. Wir haben unterschiedlichste Erzeuger, auch was irgendwie Liefermengen anbelangt, Qualitäten mit Bio und konventionell, diverse Möglichkeiten, aber eben auch diverse Erwartungen. Das immer unter einen Hut zu bringen, ist nicht so ganz einfach. Man muss die Betriebe auch animieren mit Chancen der Vermarktung, eigene Filialen, Hofläden da wirklich auch zu nutzen. Ein Punkt ist auch noch, wo bekomme ich die Produkte? Und da ist, das ist einfach so eine Herausforderung, auch die Bündelung dieser Produkte, um es gemeinsam in LEH zu bekommen und sagen zu können, hier haben wir 10 Läden, wo es die ganze Range dann eben auch gibt. Wir sind ein Stück weit eben auch von diesen Agrarförderprogrammen abhängig, das möchte ich ganz klar sagen, oder genau, wir orientieren uns daran, weil diese Biodiversitätsleistung, die erbracht wird, sehr stark auch von diesen Förderungen eben mit abhängig ist. So, das heißt, wir sind derzeit dabei, die unsere Kriterien jetzt nach 5 Jahren, 2018 sind wir gestartet, 2023 werden die überarbeitet zu Zielkriterien und da sind wir jetzt gerade schon sehr, was kommt jetzt an neuen Programmen bzw. Maßnahmen und welche identifizieren wir dann gemeinsam mit Fachleuten auch für diese Marke. So, dann nochmal der Ausblick und unsere Aktivitäten derzeit. Also wie gesagt, den ersten Punkt hatte ich schon angesprochen, die Bündelung der Produkte für 10 Filialen. Das ist auch ganz wichtig für die Kommunikation. Wir können nicht Werbung betreiben und dann muss ich immer sagen, Sie können das nur im Hofladen auf dem Betrieb erhalten. Dann haben wir ein sehr schönes Jahresprogramm mit Hof- und Betriebsbesichtigungen und auch Hoffesten, wo ganz konkret die Alpgemacht-Produkte vorgestellt werden. Es gibt eine große Genusswanderung, Alpgemacht in den Metzinger Weinbergen. Wir sind kontinuierlich dran in der Beratung und Akquise von Betrieben und neuen Produkten. Und eben, wie gerade schon erwähnt, auch die Weiterentwicklung der Kriterien, das ist schon wirklich gute Arbeit, die man da immer auch reinstecken kann oder darf. Und es erfordert ja auch die Mitarbeit der Betriebe, beziehungsweise das wird alles auch dann gemeinsam abgestimmt und gemeinsam auch weiterentwickelt. Und wie gesagt, sind wir immer auch dankbar mit Hochschulen, den Kontakt zu Hochschulen oder Universitäten, um da auch so Arbeiten
begleiten zu können, die wiederum unsere Arbeit auch unter die Lupe nehmen und auch einfach Ansätze oder einfach mal das Bild herausarbeiten, was funktioniert gut, was wird auch verstanden, wie wir kommunizieren, was vielleicht weniger, so dass einfach, ich sage jetzt mal, auch die Produkte von den Kunden sehr gerne und sehr häufig eben auch gekauft werden. Als Fazit vielleicht an der Stelle noch, ich denke, vorher sind schon ganz, ganz viele Punkte auch gefallen, wo ich immer gedacht habe, ja, ich kann nicken, das ist bei uns auch so. Ich denke, diese Inwertsetzung hat deutlich noch Luft nach oben, den Kunden zu klar zu machen, dass das, was sie in ihrem Einkaufskorb haben, ja, dass das die Landschaft ist, ja, die sie gestalten, also mit ihrem Einkauf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ihr Beitrag, aber auch ihr Hebel und ein Stück weit auch ihre Macht. Und die ist nicht gar so klein, wie vielleicht der ein oder andere denkt. Und auch durchaus, also in diese Zusammenarbeit, da ist immer wieder, sind Kompromisse gefragt, sich zusammen zusetzen, sich auseinanderzusetzen, zu gucken, wie können wir weiterkommen, wie können wir diese Marke auch nochmal schärfen und genau, also wie können wir gemeinsam dann eben auch erfolgreicher werden. Soweit mal von mir. Und ich habe schon gesehen, es kamen einige Fragen rein. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bin jetzt sehr gespannt und freue mich auch auf Ihre Fragen. Frau Schnitzler, vielen Dank fürs Berichten und Erläutern. Weil hier haben wir jetzt ja eine leibhafte Regionalmarke erlebt, die tatsächlich auch Biodiversitätskriterien integriert hat und auch damit darüber kommuniziert. Es gibt tatsächlich ein paar Fragen. Ich würde sie einfach vorlesen und dann können Sie dazu Stellung nehmen oder auch antworten. Von der Frau Lehmann vom WWF Deutschland, durch wen erfolgt die Biodiversitätsberatung? Ich glaube, das hatten Sie schon beantwortet. Das läuft über die einzelbetriebliche Biodiversitätsberatung des Landes Baden-Württemberg, die zur Verfügung steht. Es gibt zwei Module, die auch, glaube ich, zu 100% vom Land gefördert werden. Die zweite Frage ist eine Beratung, in dem Fall wahrscheinlich für die Betriebe, einmalig verpflichtend oder müssen die das öfters machen? Wir haben keine Verpflichtung zur Beratung. Die Beratung gibt es dann, wenn Betriebe gerne mehr machen wollen würden, diese aber nicht wissen, wo sie ansetzen können oder was zum Beispiel jetzt auch in ihrem Betrieb los ist, also was vielleicht auch schon gegeben ist oder was vielleicht auch mal verloren gegangen ist in den letzten 20, 30 Jahren. Also von daher ist es nicht verpflichtend, sondern wir empfehlen es in manchen Fällen einfach. Und genau, und jetzt zum Beispiel bei dieser Grünlandberatung, es ist nicht verpflichtend für die Grünlandbetriebe, aber so wie es aussieht, sind da nächsten Donnerstag, also Donnerstag in der Woche, alle eben auch mit dabei. Also ich denke, das freut mich natürlich dann immer, wenn das Angebot auch angenommen wird, dann habe ich zumindest das Gefühl, es ist sinnvoll, was wir tun. Schön. Meine Kollegin, die Marion Hammer, fragt, gibt es die Marke Biosphärengebiet auch in anderen Biosphärengebieten? Also wissen Sie auch von ähnlichen Marken in anderen Biosphären? Genau. Es gibt andere Marken, genau, und es war vor zwei Wochen ein erster Austausch mit Kollegen auf der Ebene der Biosphären, also der Biosphärengebiete hier in Deutschland. Da war mein Kollege dort. So differenziert, aber auch mit diesem Anspruch, also sehr vieles konzentriert sich noch auf, wir sind Biosphärengebiet und regional oder dann auch auf Bio oder dann auch auf, es werden bestimmte Maßnahmen empfohlen, aber es ist dann nicht zwangsläufig eine Kontrolle und eine Transparenz dahinter, was wirklich auch umgesetzt wird. Mhm. Und ich kenne jetzt ehrlich gesagt selber direkt keine in diesem Volllabeling. Okay. Die Heidi Lehmann vom WWF Deutschland nochmal, sie hat eine Frage quasi zur Markenentwicklung und zum Aufwand dazu. Gab es für die Entwicklung der Marke ein extra Projekt oder eine extra Stelle? Beziehungsweise wie viel Personal bedarf es dafür aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung jetzt auf der Schwäbischen Alb?
Genau, also es gab ein extra Projekt, das hieß Biosphärenprodukte unter einem Dach. Das wurde im Rahmenkonzept, das ist die Arbeitsgrundlage, das muss sich jedes Biosphärengebiet zu Beginn seiner Entstehung auch geben für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Leitprojekte sind die Projekte, die angegangen werden sollen oder müssen. Manchmal werden sie dann, warte mal, auf dem Weg, sie können nicht ganz umgesetzt werden. Hier ist die Umsetzung erfolgt. Das heißt, da gab es ein Projekt und es lief über 3-4 Jahre. Es gab keine extra Stelle. Wir haben das nebenher gemacht. Das heißt, ich habe alleine gestartet, neben der sonstigen Schäferei, Streuobst, Weinbau und sonst was. Man kann sich vorstellen, dadurch zieht sich das auch. 2016 kam dann mein Kollege. Das ist sehr aufwendig, gebe ich ganz ehrlich zu. Bei mir sind da bestimmt 20-30% pro Jahr Arbeitszeit mit reingelaufen. Das Ganze wurde finanziert. Ich glaube, eine Folie ist irgendwie vorher bei dem Klicken mal übersprungen worden. Das Ganze wurde schon finanziert über das Land Baden-Württemberg, das ja auch verpflichtet ist, Biosphärenreservate dann hier zu unterstützen. Und wir sind auch jetzt wirklich schon an dem Punkt, dass wir beide, mein Kollege und ich, diese Regionalmarke unterstützen. Ich mehr in diesem Kriterienbereich und auch in der Beratung und Aufnahme von neuen Betrieben. Mein Kollege mehr im Marketingbereich. Aber das ist schon kein Selbstläufer. Man muss es begleiten und unterstützen. Mhm. Dann haben wir noch, ich glaube, es ist keine Frage, eher ein Kommentar, aber ich lese es trotzdem kurz vor, vom Nicolas Barthelmé. Auch bei der Preisbildung und Kalkulation erwarten VerbraucherInnen mehr Transparenz. Diese muss auch sein, damit höherpreisige und qualitativere Produkte eine Chance haben. Also einfach, wenn etwas mehr kostet, muss auch vermittelt werden, warum es mehr kostet und dass der Mehrwert in der Regel dann auch, wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Schnitzler, zum Beispiel in der Landschaft liegt und dass wir dann als Kundschaft auch wieder davon profitieren. Genau, ich darf kurz was dazu sagen. Ja, gerne. Ich gebe ihm da völlig recht. Bei uns ist es so, unsere Arbeit ist diese und das ist die Folie, die fehlt, diese Marke und Markeninhaber ist das Land Baden-Württemberg. Wir als Geschäftsstelle Biosphärengebiet und Landesangestellte, also wir gehören zum Regierungspräsidium Tübingen und wir unterstützen im Namen des Landes oder im Auftrag des Landes diese Marke und die Vermarktung, ja, und das Ganze, das Produkt in den Handel zu bringen, das obliegt den Betrieben. Was wir gemacht haben in der Markenentwicklung, dass wir beispielhaft für 4 Produkte, zwar Schweinefleisch, Milch, Ei und Getreide, haben wir Berechnungen gemacht, Durchschnittsberechnungen, was kostet so ein Produkt mehr bei diesen Leistungen. Und das ist auch immer wieder die Grundlage, also diese Tabellen zu sagen, oder so gehe ich her und sage, schaut, was ihr mehr braucht, das muss auf jeden Fall herauskommen, aber ihr müsst eigentlich auch noch gar ein Stück mehr dazu nehmen. Und das ist, ich gebe Ihnen da ganz komplett recht, dass diese, ich bin noch nicht zufrieden an dem Punkt, der Preisgestaltung, der Fairness auch untereinander. Ich denke, da sind wir aber schon dran und uns ist der bewusst und das ist was ein Verbraucher wissen will und auch darf und das gehört auch mit dazu. So, wir haben noch 2 Fragen im Chat. Einmal von Daniel Dörr vom Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die gesamtbetriebliche Biodiversberatung des Landes Baden-Württemberg durch Ihre Regionalmarke mehr Nachfrage erfahren hat als außerhalb des Biosphärengebiets bzw. der Regionalmarke? Also ist quasi, wird durch die Regionalmarke überdurchschnittlich viel zur Biodiversität beraten? Können Sie das einschätzen? Genau, ich kann es insofern nicht einschätzen, weil ich nur unser Biosphärengebiet kenne und nicht die Regionen außerhalb. Also für uns ist es sehr stark im Grünlandbereich, wo wir das bisher eingesetzt haben. Erst einmal im Ackerbaubereich, wo wir es benötigt haben. Von daher kann ich es, also müsste ich jetzt lügen, wenn ich das sagen würde. Für uns, es ist aber, ich finde, es ist ein tolles Instrument und wir wollen es regelmäßig anwenden. Also das gehört zu unserem Baukasten oder Werkzeug. Und abschließend noch von Jan Albus vom Fiebel. Eine interessante Frage. In welchem Maße konnte eine Ausweitung biodiversitätsfördernder Maßnahmen im Laufe der Zeit beobachtet werden?
Oder nehmen tendenziell eher die Betriebe teil, welche die Kriterien von Altgemacht ohnehin schon fast erfüllen oder erfüllen? Es ist wirklich so, dass die Biobetriebe es schon deutlich leichter erfüllen. Das darf man, das kann man an dieser Stelle sagen. Aber es ist jetzt schon so, dass man einfach durchaus Grünland, was eben vorher Grünland war, was man nicht beantragt hat, in Fakt, dass eben das in Fakt reingekommen ist. Was man auch sagen kann, wir haben zum Beispiel im Ackerbaubereich die einjährigen Blühbrachen, das ist auch jetzt schon klar, die wird es ab 2023 nicht mehr geben. Es muss Minimum mehrjährig sein, überjährig sein bis April rein, wobei das eher auch auf der Kippe steht, sondern sogar dann mehrjährig. Das heißt, wir versuchen schon hier mit den Betrieben gemeinsam zu gehen. Und da gibt es immer Betriebe, die haben die Nase weiter vorn und die ziehen dann auch mal die anderen mit. Und manchmal können wir dann eben mit den Möglichkeiten, die wir als Geschäftsstelle Biosphärengebiet haben, da auch noch, ich sage jetzt mal, unseren Schub leisten und so das Ganze schon noch, ich sage jetzt mal, auch in den Köpfen und dann auch letztlich auf der Fläche, sage ich mal, ausweiten. Aber das ist jetzt von der Messbarkeit her, würde ich mich jetzt auch noch nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, aber die Richtung stimmt. Gut. Dann nochmal abschließend, sicherlich im Namen aller Teilnehmenden hier herzlichen Dank, Frau Schnitzler, dass Sie Altgemacht präsentiert haben und uns auch so einen Einblick verschafft haben. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Schließlich heißt unser Seminar heute auch regionale Produkte mit Mehrwert für die Natur. Und das war mir ganz wichtig, dass wir ja auch eine Regionalmarke wirklich explizit präsentieren können, die diesen Mehrwert da auch mit drin hat. Dann würde ich jetzt noch zum Abschluss, wir sind schon ein bisschen weit in der Zeit, aber ich glaube, es war bisher alles andere als langweilig. Es war sehr kurzweilig und interessant. Nochmal ein paar Gedanken, die ich zusammengestellt habe, vortragen. Und jetzt muss ich da, jawohl, einen Moment bitte. Ich hoffe, Sie sehen jetzt auch meine Folien im Präsentationsmodus. Das Fenster wegkriegen, dass ich meine eigenen Folien auch sehe. Genau, zunächst mal geht es mir darum, nochmal das Thema Regionalität und Nachhaltigkeitsmehrwert ein bisschen zu beleuchten, beziehungsweise Mehrwert für die Biodiversität. Was Sie links sehen, dieses Quadrat mit den vielen kleinen Quadraten drin, ist eine Ergebnisdarstellung vom Trendreport Ernährung, der regelmäßig durchgeführt wird. Das handelt sich hier um eine Befragung von Expertinnen, in dem Fall von über 100 Expertinnen, zu Ernährungstrends. Und Sie sehen, dass jetzt vom aktuellen Ernährungstrend, vom Trendreport 2022, der deutlichste Trend der ist, dass über 70% dieser Befragten in der klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung die wichtigste und die unumkehrbare Entwicklung in diesem Jahrzehnt sehen. Das heißt, dieser ökologische Nachhaltigkeitsmehrwert, den zu realisieren, da weiterzukommen, scheint der Megatrend zu sein in den kommenden 10 Jahren, wenn man den Expertinnen und Experten im Bereich Ernährung Glauben schenkt. Rechts oben sehen Sie nochmal dann eine Verbraucherinnenbefragung. Das ist eigentlich relativ stabil. Das ist aus dem Forsa-Ernährungsreport 2021, also auch aktuelle Daten, dass über 80% der Befragten Wert darauf legen, dass die gekauften Lebensmittel aus ihrer Region stammen. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Animation klappt. Jawohl. Wenn man das also mal zusammenfasst, Regionalität war ein Trend, ist ein Trend und wird auch ein Trend bleiben. Aber Nachhaltigkeit und vor allem auch ökologische Nachhaltigkeit kommt dazu. Ich sehe gerade die Frage, ob wir die Präsentation bereitstellen werden. Ja, das werden wir tun. Wenn die Referentinnen und Referenten auch zustimmen, das werden wir Ihnen dann per Download-Link auch noch zukommen lassen. Wir sehen auch einen Trend in der Politik, sei es auf der EU-Ebene, ich mache jetzt ein bisschen kürzer hier, Sie kennen das auch, sei es auf Bundesebene oder wenn wir jetzt in Baden-Württemberg sehen, auch auf Landesebene. Es gibt verschiedene Strategien, Zielsetzungen, auch Gesetze und Verordnungen, die ganz klar darauf abzielen, dass die landwirtschaftliche Produktion und damit auch die Lebensmittelwirtschaft deutlich nachhaltiger wird, vor allem auch im Bereich Naturschutz, Biodiversität, Klimaschutz und auch Tierwohl. Also auch hier sehen wir einen
klaren Trend zu mehr Nachhaltigkeit und zwar auf den ganzen unterschiedlichen Ebenen. So, was macht eigentlich der Lebensmittelhandel? Dazu gibt es, habe ich noch gefunden, aus dem Jahr 2020 vom Umweltbundesamt eine sehr interessante Studie zu den Aktivitäten des Lebensmitteleinzelhandels im Bereich nachhaltiger Konsum. Und ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber es geht ganz klar auch wieder hier um die Bereiche Naturschutz, Tierwohl, Lebensmittelverschwendung und auch Veränderung sozusagen unserer Ernährungsweise, also auch Produkte, die hoffentlich einen Mehrwert für die Nachhaltigkeit darstellen, sei es, dass es der Fleischkonsum verringert wird oder auch, dass mehr regionale und saisonale Lebensmittel konsumiert und verbraucht werden. Und hier nochmal ganz praktisch, was im Lebensmittelhandel stattfindet. Das ist jetzt hier einfach etwas, was ich zusammengestellt habe. Das ist überhaupt nicht repräsentativ, aber es sind ganz unterschiedliche Aktivitäten. Es gibt langjährige Projekte, wo an einzelne Produkte ein Mehrwert gebunden ist, zum Beispiel Biodiversität hier im Tafelobst. Und ich habe hier auch die Verbrauchermarke, du bist hier der Chef mit drin. Das haben wir ja vorhin von Nicola Barthelme vorgestellt bekommen. Da geht es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, aber diese Themen und diese Kriterien und Ansprüche spielen auch dort eine Rolle und werden dann auch, so wie es die Verbraucherinnen wünschen, umgesetzt von den Betrieben. Wir haben aber auch Produkte, die einen Mehrwert für die Bienen versprechen. Wir haben, das kennen Sie auch alle auf den Eiern jetzt, dass auch die männlichen Küken aufgezogen werden. Also hier ein klarer Tierwohlaspekt. Es gibt inzwischen klimaneutrale Milch am Markt. Und wir sehen aber auch bei großen Verbänden und auch bei B2B-Standards, wie zum Beispiel Global Gap oder beim großen Bioverband wie Bioland, dass das Thema Biodiversität angepackt wird. Bioland hat eine eigene Biodiversitätsrichtlinie veröffentlicht und dahinter steckt auch ein Punktesystem und das wird von den Bioland-Mitgliedsbetrieben in den kommenden, ich glaube, 2 bis 3 Jahren auch umgesetzt werden müssen. Das heißt, die werden Schritt für Schritt auch solche Mindestleistungen dann erbringen mit einer gewissen Flexibilität. Und das, was Sie hier von Global Gap sehen, ist eigentlich nicht mehr aktuell. Das müsste ich mal die Folien nochmal updaten, weil inzwischen ist dieser sogenannte Biodiversitätszusatz oder diese Zusatzkriterien, die sind auch abgestimmt und veröffentlicht. Also hier sieht man, dass der Handel natürlich weiterhin auf regionale Produkte setzt, aber er setzt auch auf mehr Nachhaltigkeit, auf Produkte, die vielleicht nicht immer regional sind, aber einen klaren, möglichst klaren Nachhaltigkeitsmehrwert bieten und der wird auch kommuniziert. Für mich ist dann die Frage, was ist jetzt mit so klassischen Regionalmarken, mit Regionalvermarktungsakteuren, die bisher vor allem auf ihr Alleinstellungsmerkmal aus der Region setzen? Reicht das noch aus in Zukunft? Reicht das Regionale aus, um in dieser Konkurrenzsituation, der Handel setzt auf mehr Nachhaltigkeit und lanciert seine Mehrwerte, die Politik fordert mehr ein, reicht das also noch aus oder muss ich als Regionalmarke, als Regionalvermarktungsakteur mich sozusagen auch hier stärker den Herausforderungen stellen? Und die Frage ist natürlich dann zum Beispiel, es sind jetzt hier nur ein paar Beispiele, welche Klimaschutzmaßnahmen setzen denn die heimischen Betriebe um? Was wird geleistet für Biodiversität, Natur und Landschaft? Wie sieht es denn aus mit den Zielen, dass wir Pflanzenschutzmittel verringern sollen oder auch den Düngemitteleinsatz verringern sollen oder umweltverträglicher gestalten? Wie ist es mit dem Tierwohl in den heimischen Ställen bestellt? Das sind vielleicht Fragen, die auch mehr und mehr auf die Regionalvermarktungsakteure zukommen. Und ich glaube nicht, dass die schlecht aufgestellt sind. Ich glaube, jetzt müsste hier eigentlich noch was kommen, jawohl. Ich glaube, dass es oft so ist, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass diese Leistungen in Bezug auf Klimaschutz, Biodiversität oder auch Tierwohl nicht erkennbar sind oder nicht gut erkennbar sind. So. Wenn wir dann über Inwertsetzung, in dem Fall jetzt von biodiversitätsfördernden Leistungen sprechen, aber wir können auch allgemein von Nachhaltigkeitsleistungen sprechen, dann muss das nicht immer gleich mehr Geld bedeuten. Im Idealfall natürlich schon, aber im Grunde geht es ja darum, dass für den landwirtschaftlichen Betrieb der Nutzen größer wird, wenn er solche Leistungen umsetzt. Jetzt, wie kann so ein Nutzen aussehen? Wir haben das heute in den Vorträgen schon jetzt öfters gehört und auch von unterschiedlichen Seiten beleuchtet bekommen. Zum einen, aus meiner Sicht, Risikomanagement, das ist ein Nutzen. Der Betrieb wird widerstandsfähiger, resilienter. Das liest man immer wieder auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, dass mehr Biodiversität im Betrieb auf den Flächen auch
sozusagen zu einer stabileren Ertrag führen kann, sei es, dass das Schädlingsaufkommen verringert wird, sei es, dass solche Biodiversitätsmaßnahmen auch ein Stück weit Anpassung an den Klimawandel darstellen. Also das bedeutet nicht immer nur einen Mehraufwand, sondern es kann insgesamt das Betriebs oder den Betrieb auch stabiler machen. Wenn er solche Betriebe umsetzt, solche Leistungen umsetzt, dann haben wir auch gerade gesehen bei der Frau Schnitzler, dann erhält man natürlich dadurch auch Zugang zu Förderangeboten, meistens staatlicherseits. Das heißt, hier kann ein zusätzliches Betriebseinkommen, vielleicht sogar ein zusätzlicher Betriebszweig aufgebaut werden. Und ganz wichtig, haben wir auch immer wieder mitbekommen, die Kommunikation. Auch das ist ein Mehrwert, weil dadurch, wenn es mir gelingt, die als Marke oder auch als einzelner Betrieb meine Leistungen zu kommunizieren, an meine Zielgruppen zu übertragen, meistens an die Verbraucherinnen und Verbraucher, dann habe ich damit auch einen Imagegewinn. Und aber, jetzt gucken wir nochmal auf die Marktseite, in Wertsetzung bedeutet natürlich auch zum einen Kundenbindung, das heißt die Kunden, die ich schon habe, denen liefere ich im Grunde ein zusätzliches Kaufargument, noch besseres Gewissen, das ist nicht nur ein Produkt aus der Region, sondern es hat auch einen Mehrwert für die Landschaft, für die Natur, für die Biodiversität in der Gegend. Ich kann damit vielleicht auch neue Absatzkanäle erschließen und damit auch neue Kundschaft und damit auch meinen Absatz erhöhen. Und im Idealfall, das haben wir heute jetzt auch schon mehrfach gesehen und auch schon besprochen, im Idealfall bekomme ich auch vom Markt diese Mehrleistung abgegolten, also honoriert. Im Idealfall erziele ich höhere Preise damit. Abschließend jetzt noch ein paar Gedanken von mir. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen das zusammenfasst, was wir heute gehört haben. Wenn es darum geht, wenn jetzt Regionalvermarktungsakteure sich auf den Weg machen wollen, um ihre Nachhaltigkeits- oder Biodiversitätsleistungen besser in Szene und damit besser in Wert zu setzen, gibt es aus meiner Sicht verschiedene Kriterien. Ich habe es jetzt mal Erfolgsfaktoren genannt. Und das eine ist tatsächlich erstmal die Maßnahmen. Die Maßnahmenauswahl ist ganz wichtig. Aus meiner Sicht zentral ist, dass man Fachleute einbindet, in dem Fall aus dem Naturschutz oder aus dem Klimaschutz oder aus dem Tierwohlbereich. Es muss nicht immer eine NGO sein, aber es ist sicherlich auch hilfreich, weil das auch oft die Kritikerinnen sind, die mit einzubinden, wie man es eigentlich besser machen sollte oder was man besser machen kann, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Wichtig ist auch, dass eine Zusätzlichkeit der Maßnahmen gewährleistet ist. Das haben wir in den Beiträgen, glaube ich, überall gehört. Das bringt also nichts, wenn man nur das macht, was eh gesetzlich vorgeschrieben ist. Damit kann man sich am Markt nicht positionieren oder abheben. Auch wichtig, wenn man über Maßnahmen diskutiert, in dem Fall für mehr Biodiversität, folgen wir einem gesamtbetrieblichen Ansatz oder machen wir es produkt- oder rohstoffbezogen? Wir haben heute dazu auch verschiedene Praxisbeispiele gehabt. Und ganz wichtig, anspruchsvoll bleiben. Das haben wir gerade auch noch mal gesehen bei Frau Schnitzler, dass man einfach auch und auch beim Hubert Schürmann, dass man einfach auch gucken muss, wie entwickelt sich das. Das, was man schon mal erreicht hat, ist vielleicht in 5, 6, 8 Jahren Standard geworden. Also wenn man weiter vorne dran bleiben will, dann muss man auch wieder einen Schritt weiter gehen. Sonst wird man überholt oder eingeholt und verliert sozusagen sein Vermarktungspotenzial, in dem Fall über zusätzliche Biodiversitätsleistungen. Wichtig bei der Maßnahmenauswahl oder beim Thema Nachhaltigkeits- oder Biodiversitätsmaßnahmen ist sicherlich auch, wie die Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Auch dazu gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Die will ich nicht bewerten. Ich will nur aufzeigen, dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob man sagt, okay, wir haben so wie vielleicht in der Schweiz eine flexible Umsetzung, einen definierten Maßnahmenkatalog und ich schaue selber als Betrieb, wie ich auf die Mindestpunktzahl komme. Oder aber wir haben eine fixe Umsetzung. So habe ich das jetzt eher auf der Schwäbischen Alb verstanden, dass man sagt, okay, für wer Milch liefert, der muss mindestens das und das liefern. Das gibt dafür sicherlich für beide Beispiele ein Für und Wider. Aber wenn man jetzt als Regionalvermarktungsakteur sich Gedanken macht, das können wir besser machen, dann muss man eben schauen, was kann man machen und was ist schlussendlich auch, also was ist auf der einen Seite praktikabel und auf der anderen Seite aber auch gut kommunizierbar. Ganz wichtig heute haben wir auch gehört, dieser Faktor Honorierung. Ne, und es gibt ganz unterschiedliche Beispiele. Wir haben Projekte und Aktivitäten für mehr Biodiversität in der landwirtschaftlichen Produktion. Da gibt es in dem Sinn keine Honorierung. Das wird einfach eingefordert. Es gibt Beispiele, dann gibt es eine finanzielle, zumindest eine Anerkennung oder die
Umsetzungskosten, zum Beispiel für Saatgut oder Nisthilfen, werden übernommen, sodass sozusagen eine Kostenteilung entsteht. Oder es kommt sogar zu einer Vollkostenrechnung, sodass eben der Betrieb auch vielleicht seinen Arbeitsaufwand oder die zur Verfügung gestellte Fläche dann eben auch bezahlt bekommt. Und idealerweise, und das haben wir ja bei Du bist hier der Chef gesehen, gibt es dann auch nochmal einen sogenannten fairen Preis, also auch wirklich eine Anerkennung für den Betrieb und einen Anreiz. Und ich glaube, das ist eigentlich, wo wir mittelfristig hinkommen sollten, dass die Betriebe wirklich damit, dass es attraktiv ist und dass sie ein zusätzliches Standbein haben. Und natürlich muss geklärt werden, wenn es mehr Kosten gibt, es gibt ja manchmal auch Einsparungen durch Biodiversitätsmaßnahmen, wer bezahlt die oder wie wird das aufgeteilt? Also wenn wir hier honorieren wollen, dann muss das ja irgendjemand bezahlen. Bezahlt das die Landwirtschaft oder welche Akteure in der Lieferkette sind das? Oder wie am Beispiel der Schwäbischen Alb, dass natürlich auf die Agrarumweltprogramme zugegriffen wird, sodass wir dort eigentlich dann eine Unterstützung staatlicherseits haben. Aus meiner Sicht ideal ist eigentlich, dass das nicht alles staatlich läuft, sondern dass auch Anreize oder Honorierung seitens vom Markt kommen. Etwas, was wir heute jetzt auch gesehen, gehört haben, das Thema Monitoring. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass zum einen die Maßnahmenumsetzung gut, sauber, transparent dokumentiert wird. Dass einfach das schon ein wesentlicher Teil der Botschaft sein kann, wenn man in die Kommunikation geht, dass die schiere Zahl an Hektaren oder an Einzelmaßnahmen oder an Pflanzungen oder was gemacht wird, dass das wirklich klar und regelmäßig erhoben wird. Also wir müssen Ziele oder es müssen Ziele vereinbart werden und dann muss eben auch die Umsetzung verfolgt werden, zusammengefasst werden. Dann kann man auch gegebenenfalls, wenn es nicht ganz klappt, gegensteuern. Und das Zweite, und das ist ein bisschen kniffliger, ist dann das tatsächliche Biodiversitätsmonitoring. Also für die Kommunikation optimal ist eigentlich, wenn man dann wirklich auch Erfolge im Artenschutz oder in der Landschaftsentwicklung darstellen kann, dass man nicht nur sagen kann, wir haben das und das gemacht, sondern das hat da und dazu geführt, zu einer Verbesserung oder zumindest zu einer Stabilisierung. Und da ist es wichtig, dass man, wenn man startet, schon mal eine Art Status-Quo-Erhebung macht, dass man weiß, von welchem Startpunkt, von welcher Artenvielfalt oder von welchen Treibhausgasemissionen man ausgegangen ist, dann werden Maßnahmen ja umgesetzt und wie verändert sich das Ganze dann und welche Effekte hat das? Auch wichtig hier, wenn vielleicht dann nicht die gewünschten Effekte festgestellt werden, dass man dann bei der Maßnahmenauswahl und Umsetzung auch nochmal nachsteuern und verbessern kann. Und das Ganze ist in der Regel bis jetzt auch mit Kosten verbunden. Auch hier muss natürlich geklärt sein, woher kommt das Geld, um dieses Biodiversitätsmonitoring dann auch zu finanzieren. Und zum Schluss noch drei Faktoren, die vielleicht ein bisschen weicher sind, aber die ich trotzdem sehr wichtig finde. Das eine ist wirklich Partnerschaft. Ich sehe Projekte in dem Bereich, die sind erfolgreich, wenn es einen Dialog gibt und wenn es eine Zusammenarbeit gibt. In der Regel, wenn die Akteure aus Landwirtschaft, aus der Kette, also Verarbeitung und Handel und auch aus dem Naturschutz zusammenarbeiten, das sorgt für eine gute fachliche Expertise und auch für einen gewissen Anspruch im Projekt, aber eben auch für eine Praktikabilität. Nicht, dass der Naturschutz immer nur fordert, sondern auch sozusagen, dass auch an das Machbare angepasst wird und dann gemeinsam dann eben die Ziele erreichen kann. Was ich gelernt habe im Bereich Biodiversität, das ist vielleicht banal, aber es ist wichtig, man braucht Zeit. Das Ganze stellt sich draußen in der Landschaft, der Erfolg stellt sich nicht von heute auf morgen ein. Einmal eine Blühfläche gemacht, zack, ist alles wieder in Ordnung mit den Insekten. So ist es nicht. Das muss klar sein, dass wenn man Erfolgsgeschichten erzählen will, dass das ein paar Jahre brauchen kann. Und deshalb auch in der Kommunikation man vielleicht stärker erst auf die Umsetzung fokussiert und sagt, wir machen das, das, das und das. Und wenn wir dann nach einigen Jahren idealerweise mit dem Biodiversitätsmonitoring zeigen kann, dass sich auch etwas verbessert, dann kann man das sozusagen in die Kommunikation auch einbauen. Damit wären wir auch schon beim letzten Faktor, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Biodiversität ist sehr, sehr gut, um Geschichten zu erzählen. Das lässt sich sehr schön darstellen, nicht nur an den Insekten, auch an anderen Arten, die attraktiv oder interessant sind. Und was wir nochmal gelernt haben, wenn man oben diese Partnerschaft sieht, es sollte immer als gemeinsamer Erfolg und als gemeinsame Aktivität kommuniziert werden,
Natürlich sind es dann vor allem die Betriebe, die es umsetzen, aber es sollte immer darauf geachtet werden, dass alle Partner auch in der Kommunikation mit im Boot sind. Wenn man das also nochmal ganz kurz zusammenfasst, was aus meiner Sicht ja zentral ist, ist wirklich nochmal am Anfang jetzt, wenn Sie als Regionalvermarktungsakteur überlegen, wie können wir uns zum Beispiel bei Biodiversität künftig besser positionieren, bestimmen Sie einfach erstmal Ihre Ausgangsposition. Wo stehen Sie? Was wird bereits gemacht? Was ist möglich? Was wird bisher nicht gemacht? Wo sind Schwächen? Dann Ziele festlegen und hier nochmal wichtig, sich wirklich abheben und anspruchsvoll und ehrgeizig sein, sich abheben von dem, was eh mindestens möglich ist, und auch überlegen, wo mögliche Stärken sind, wo können wir sich uns positionieren, was können wir ausbauen, wo haben wir auch Handlungsbedarf, wo müssen wir besser werden. Finanzierung klären ist sowieso klar, das hat sich heute in allen drei Beispielen gezeigt. Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten, die gute Dokumentation und idealerweise auch ein Wirkungsmonitoring. Weil ich bin überzeugt davon, dass Sie dann gute Grundlagen haben, um das, was Sie leisten, gut in Szene zu setzen und damit auch besser in Wert zu setzen, weil niemand kann Klimaschutz oder Insektenschutz oder Biodiversität in der Landschaft, in der Sie zu Hause sind, besser machen als die Landwirte dort. Das sind die natürlichen Partner und das sollte auch das Selbstverständnis der Landwirtschaft in der Region sein, dass Sie eigentlich die ersten Ansprechpartner sind, wenn es darum geht, etwas in der Region, in der Landschaft, im Naturschutz mit zu verbessern. Das war mein Impuls noch. Und jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Jetzt sind wir schon leicht über die Zeit. Ich gucke noch mal, gibt es noch dazu Fragen zu der jetzt eher Zusammenfassung von heute und ein paar Gedanken? Wenn ja, Er ist beantworte ich die gerne hier noch. im Chat nichts eingegangen. Okay. Aber dadurch, dass wir jetzt schon leicht über die Zeit sind, würde ich sagen, dann beenden wir das. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute sich die gut 2 Stunden Zeit genommen haben, um bei unserem Seminar mit dabei zu sein. Ich hoffe, dass es für Sie interessant war, dass Sie Anregungen bekommen haben, dass Sie was gelernt haben, dass Sie möglicherweise motiviert sind, jetzt auch in diese Richtung zu gehen. Das würde uns sehr freuen. Schauen Sie auch mal bei unserer Homepage vorbei, vom Live-Projekt Insektenfördernde Region. Wir werden schauen, dass wir jetzt in diesem Bereich auch weitere Aktivitäten auf den Weg bringen, auch solche Angebote. Und dann wünsche ich Ihnen auch im Namen von unserem Projektteam einen schönen Tag. Ich danke nochmal ganz herzlich auch dem Hubert Schürmann und der Adelheid Schnitzler und dem Nicolas Barthelmé dafür, dass Sie diese Veranstaltung getragen und bereichert haben. So, dann glaube ich, gehen wir langsam Richtung Mittagessen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.